Danke für den warmen Einlauf, das ist also herrlich. Ich muss mich gleich bei euch entschuldigen, ihr merkt es schon ein bisschen. Ich fühle mich heute Abend wie eine Scheibe Vollkornbrot, so ein bisschen belegt. Und nicht, dass ich auf einem nassen Lappen gesessen habe, aber wisst ihr, die ganze Nacht im warmen Bett und dann morgens in der Kälte nach Hause, das ist hart, das kann ich euch sagen. Ich war heute Nachmittag noch beim Finanzamt, hab gefragt, brauche ich als Schizophrener eigentlich eine zweite Steuerkarte? Er sagte, natürlich, wenn Sie beide arbeiten. Übrigens, meine Einkommensteuererklärung, die hat Ihnen so gut gefallen, die wollen dafür die Urheberrechte erwerben. Und die Beamten bei uns im Finanzamt, die haben ein neues Spiel, aber ehrlich, ganz toll, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Also da ist aber... die Beamten, das kann ich auch sagen. Übrigens, das letzte Betriebsfest musste bei denen ausfallen, die haben keine Kapelle gefunden, die so langsam spielt, wie die tanzen. So, Kinder, vorzustellen brauche ich mich, glaube ich, nicht. Ich war ja in der Zeitung abgebildet, einmal von vorne, zweimal von der Seite. Und guck mal, die Schwierigen kommen nicht so an, merkst du schon? Aber ich glaube, wir werden eine Familie heute Abend... Das ist auch so knackig voll heute Abend, nicht? Habt ihr da hinten keinen Stuhl? Müsst ihr mal was einnehmen? Schön, einige... Einige Damen habe ich gesehen, auch in toller Toilette heute Abend, wie das herrlich. Eine Dame hier ganz in weißer Bluse. Weiß, die Farbe der Unschuld. Aber die Bluse ist schon ein bisschen älter, nicht? Oder? Oh, ja, Kinder. Ihr merkt schon, ich bin immer gerne in diesem Laden hier, so einmal im Jahr, wenn wir sowas Schönes machen zusammen. Ich sage, in meiner kleinsten Kneipe ist es gemütlicher als in der größten Fabrik. Und es ist, ja, es, Kinder, es ist, man kann so herrlich seinen Gaumen duschen hier und auch gute Bedienung haben die ja hier. Ich wollte ja auch früher mal Kellner werden, aber mein Vater hat damals schon gesagt, hat er gesagt, Fips, hat er gesagt, bleib ehrlich. Und er hat immer gesagt, Junge, wenn irgendwo Geld liegt, lass es liegen, es könnte gezählt sein. Und guck mal, er sagt... Kinder, da sagt der Wirt, vorhin zu mir, mein Sohn hat einen neuen Rekord gebrochen. Ich sage, also kein Wunder, der frisst ja alles durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr den Wirt mal gesehen habt. Eine große, stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur. Ein bisschen Allmann seid ihr heute Abend, das merke ich. Aber, das ist cool. Nein, aber Kinder, der war heute Nachmittag schon wieder voll wie eine Kinderwindel und ja, der hat ja hier diese Kürbisbowle mit ganzen Früchten und dabei hat er noch vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich schluck nicht mehr, hat er gesagt, ich schluck nicht mehr, ich lass nur noch runterlaufen. Ich sag, hast du einen Grund zum Trinken? Sagt er, ja, ich feiere die Wiedervereinigung der Spalttabletten. Ja, ich habe ihn neulich so aus Flachs gefragt. Ich sag, wie kriegst du eigentlich den tollen Fleischgeschmack in deine Frikadellen? Und sagt er, du, ich glaube also hier mein Trecker humpelt, hat er gesagt. Und er hat ja ehrlich eine gute Küche, also nur die Brombeermarmelade, die schmeckt ein bisschen nach Fisch, aber sonst hat er eine sehr gute Küche. Ne? Der hat ja auch diese Poulade à la Ferrari, also dieser Flattermann, der vom Sportwagen überfahren wurde. Und er hat ja so herrliche Sprüche drauf, sagt er neu so schön zu mir, Hammond Eggs schmecken besser als Hammond Orgel. Der hat Sprüche drauf, du, das glaubst du gar nicht. Sagt er neulich, ein Schweißfuß kommt selten allein. Oder was nützt die sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt? Also der hat immer, der hat Sprüche drauf, kann ich euch sagen, das glaubt ihr gar nicht. Hat ja auch die Schnabeltasse für Linkshänder erfunden. Also alles solche Sachen, nicht? Ja, ganz toll. Ja, bei der letzten Sturmflut in Hamburg hat er seine Tränensäcke kostenlos zur Verfügung gestellt. Und, ja. Ein echter Snob. Also seine Bildzahlung bezahlt er mit einem Euro-Scheck. Also der, ein echter Snob, ehrlich. Die haben zu Hause auf dem Klo keine Brillen, die haben Kontaktlinsen. Das kann ich euch sagen. Kinder, was der alles für Sachen gemacht hat, sein Kanarienvogel im Gesangsunterricht bei Anneliese Rodenberger. Und also, dann, ehrlich, seinen Rasen lässt er nur vom Friseur schneiden. Er war ja früher mal selbst Friseur, hat Bilanzen frisiert. Und dann war er mal eine Zeit lang Entwicklungshelfer in einem Fotolabor. Nicht? Und der hat
in Varieté, hat ein paar Jahre gearbeitet als taubstummer Bauchredner. Nicht? Und der hat ehrlich beim einabigen Fensterputzer hat er geholfen, dem hat er mir das Ledertuch ausgewrungen. Bei einer Munitionsfabrik hat er gekündigt. Da haben sie ihm nach einer Explosion haben sie die 2 Millionen in der Luftwaffe vom Lohn abgezogen. Das wollte er nicht. Auf Sylt hat er in der Saison immer als Nahmann gearbeitet. Er ist immer nachts von Strandkorb zu Strandkorb gegangen und hat gesagt, das dürfen Sie ja aber nicht. Ja, aber hoffentlich wird es ein Junge. Du. Er wollte früher ja mal Tischler werden, hatte als Kind einen Leistenbruch und dann, aber die letzte Zeit war er doch schon ewig besoffen, ewig voll, also da hat er bei einer Fertighausfirma gearbeitet, die haben jeden zweiten Tag Richtfest und ja, das ist hart, kann ich euch sagen, da kam er mal voll und der Sprit kam er nach Hause, hat sein Hund ihn gebissen, ne? Und der Hund ist dann an Alkoholvergiftung gestorben. Und das war ein ganz kostbares Tier, kann ich euch sagen. Der war wachsam, sowas. Ehrlich, wenn da zu Hause was los war und die haben den geweckt, aber hallo, da war aber, kann ich euch sagen, da war aber Stimmung. Sagt er, ich habe jetzt eine Entziehungskur gemacht. Das war hart, jeden Morgen auf nüchtern Magen ein Glas Wasser und das ohne Betäubung, du. Du, meine Leber glaubt, es ist schon wieder Währungsreform. Und aber er hat ja auf der anderen Seite alles, was man sich vorstellen kann. Der hat Mundgeruch, Karies, Parodontose, nicht? Der hat also Plattfüße, chronischen Geldmangel, Hornhautversteifung. Der hat hier alles, was man, ehrlich, den haben sie bei der Barmer Ersatzkasse mit Hängen und Würgen durch den TÜV gekriegt. Also ehrlich. Aber jetzt, Kenner, jetzt ist er bei einem sehr guten Arzt in Behandlung. Also der Arzt sagt immer, Hauptsache man stirbt gesund. Und der hat einen eigenen Friedhof. Also der hat ja, der Arzt, eine Kanone, bei Durchfall verschreibt der einen Handstand. Das kann ich euch sagen. Der war mal bei ihm in der Sprechstunde, hat einen Holzsplitter am Finger, hat er sich am Kopf gekratzt und der war im Wartezimmer, da ist da ein Skelett, sagt der Doktor, ist das Anschauungsmaterial? Sagt er, nein, Kassenpatient. Sagt er, aber was führt Sie zu mir? Sagt der Doktor, ich glaube, ich habe ein Blasenleiden. Sagt er, wie kommen Sie darauf? Ja, mein Reißverschluss ist immer so verrostet. Sagt er, Herr Doktor, können Sie mir denn nicht wieder Tropfen verschreiben? Wissen Sie, die Zäpfchen haben immer so einen bitteren Nachgeschmack. Und pass auf, und dieser Doktor hat ihm ja mal diese chinesische Diätkur verschrieben. Hühnerbrühe mit Stäbchen. Ehrlich, und pass auf, Kinder, und jetzt ist der so mager, also das glaubt, also wenn der sich auf einen 100-Mark-Schein setzt, gucken links und rechts 99 Mark raus. Also ehrlich, der ist so mager, der nimmt nachts immer eine Frikadelle mit ins Bett, damit die Wanzen was zu beißen haben. Das glaubt ihr gar nicht. Sagt der Herr Doktor, wissen Sie, ich habe mal eine Frage. Ich wohne ja auf dem Lande. Wissen Sie, und ich habe immer so Angst, so große Angst, dass ich mal von einer Kreuzotter gebissen werde. Was müsste ich da machen? So, das ist ganz einfach. Machen Sie sich einen Kreuzschnitt und dann saugen Sie die Wunde aus. Ja, sagt der Doktor, das ist ganz einfach. Aber wissen Sie, wenn ich mich nun mal reinsetze in so eine Kreuzotter, ja, sagt er, mein lieber Freund, dann lernen Sie Ihre besten Freunde kennen. Beim Rausgehen sagt der Doktor, ich habe mal eine Frage, wie sieht's aus mit mir, ganz ehrlich. Tja, ich muss es Ihnen ehrlich sagen, nicht sehr gut. Sie haben höchstens noch 3 Monate zu leben. Sagt er, Gott sei Dank, Herr Doktor, ich dachte, ich müsste Montag schon wieder zur Arbeit. Aber kenne auf, sowas ist er dann doch irgendwie allegorisch, das tut ihn mächtig traurig, denn er hat immer gesund gelebt. Die sind jeden Sonntag sind die ins Grüne gefahren. Das ist ja jetzt auch alles vorbei, seitdem es die Sperrmüllabfuhr gibt. Und ja, immer ganz gesund, sehr sportlich. Immer die Rechte studiert, ist dann Boxer geworden. Und der hat so erfolgreich geboxt, den haben sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Also der nach einem Kampf, da sagt er, also nach der ersten Runde, sagt sein Trainer, wenn du weiter so Löcher in die Luft haust, dann hat dein Gegner in der nächsten Runde eine Lungenentzündung. Sagt er, aber ich habe mal einen Tipp für dich. Wenn der dich wieder trifft, pass auf, dann haust du einfach mal zurück. Und in der dritten Runde geht er durch einen doppelten Rittberger, voll in den Ringstaub. Der Ringrichter fängt an zu zählen, ruft seinen Trainer aus der Ecke. Bleib liegen bis 8, sagt er, wie spät ist es denn jetzt?
Ich kann euch sagen, der hat sich immer sportlich betätigt, immer. Der hat in der Schweiz hat er ins Matterhorn geblasen, dann hat er mal unter der Aufbietung seiner gesammelten Altersschwäche hat er den Butterberg von der Nordseite bestiegen und das hat noch keiner geschafft. Dann war er ja mal als Großwildjäger in Afrika, sagt er, Afrika, so heiß, so trocken, das glaubst du gar nicht. Die müssen die Briefmarken mit der Büroklammer festmachen. Da war er mit einem Freund auf Löwenjagd und das glaubt ihr gar nicht. Und die haben sich so eine Hütte da gebaut in der Steppe. Nicht? Und dann sagt er, du warte schon mal hier, ich geh schon mal los. Er mit dem Gewehr haut sich in die Steppe. Plötzlich, er dreht sich um, hinter ihm ein riesiger Löwe. Denkt er, wenn du jetzt durchlädst, die Knarre runternimmst, dann ist der Löwe längst über dich hergefallen. Der denkt, einzige Möglichkeit abhauen. Und er rennt auf die Hütte. Der Löwe kommt immer näher. Kurz vor der Hütte fällt er voll auf die Schnauze. Der Löwe über ihn weg durch die offene Tür in die Hütte. Der zieht von draußen die Tür zu und ruft seinen Kollegen rein. Zieh ihn schon ab, ich hol den nächsten. Was der alles geschossen hat, das glaubt ihr gar nicht. Der hat ein extra Zimmer, echt wie so einen kleinen Salon für seine Trophäen. Ich dachte, das ist ja toll bei dir hier. Da der Eisbärkopf, das hat er geschossen, Alaska. Das ist unwahrscheinlich. Und da der Tigerkopf, das hat er geschossen, Indien. Das ist toll. Und da ein Krokodil, geschossen, Amazonas. Das ist toll. Ich sag, da in der Ecke, hinten in der Glasvitrine, ein ganzer Neger. Das hat der Idi Amin. Ich sag, Menschenkind, warum lacht denn der so penetrant? Ja, das muss ich dir erklären. Hab bis zum Schluss geglaubt, ich wollte ihn fotografieren. Sagt er, ich war jetzt wieder auf Yacht, sagt er, du. Das muss ich dir erzählen, du. Ich, Löwe geschossen, Rucksack auf, Löwe rein. Gazelle geschossen, Rucksack auf, Gazelle rein. Zebra geschossen, Rucksack auf, Zebra rein. Elefant, ich sag, schießen lass ich dich. Aber den Rucksack aufmachst, dann fehlt dir ein Satz Ohren. Das kann ich dir sagen, du. Ich glaube, ich stehe hier im Schrank, du. Der hat verrückte Sachen, sagt er, neulich zu mir, du auf der Reeperbahn hast du jetzt einen festgenommen wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Er hatte zwei Messer im Rücken. Sagt er, übrigens meine Schwester, die hat sich jetzt auf St. Pauli einen Bauernhof gekauft. Ich sagte, oh Quatsch, auf St. Pauli? Ja, sie hat mir geschrieben, sie ackert auf der Reeperbahn. Sagt er, meine Schwester, du, die hat das mit den Nieren. Wir wissen nur noch nicht, ob mit den Kanonieren oder mit den Grenadieren, aber die war jetzt in München, war da so besoffen, nachts auf dem Hotelzimmer, da konnte die nicht mal mehr Oktoberfest sagen. Die sagte nur, oh du Feste, oh du Feste. Der hat verrückte Sachen, das kann ich euch sagen. Ich sagte, weißt du das, in Lüneburg ist jetzt einer aus der Kirche ausgetreten. Den nennt man Lüneburger Heide. Sagt er, ich kenne übrigens einen Australier, das ist dieser Australier, der mal verrückt geworden ist, als er seinen Boomerang wegschmeißen wollte. Und der hat gesagt, Ouvertüre, hat er gesagt, ist dasselbe wie Konfitüre. Beide haben keine Klinke. Auweia, ne? Der hat sich jetzt zu Weihnachten einen Gummibaum gekauft. Sagt er, Nadel nicht, im nächsten Jahr kann ich ihn rund erneuern. Nicht? Ehrlich, bei den Sprüchen, die da drauf hat, hängen echt die Nasenflügel runter. Und ich sag, wo ist eigentlich deine Frau heute? So, das ist zu Hause, hat Möbel mit in die Ehe gebracht, soll sie auch drauf aufpassen. Und die haben. Der hat seine Frau ja durch einen Blitzflirt kennengelernt. Also, während er ihr noch den Hof machte, machte sie schon die Betten. Aber trotzdem, Kinder, trotzdem eine sehr glückliche Ehe. Also, als er noch im 7. Himmel war, war sie schon im 8. Monat. Also, die haben ja auch. Die haben ja jetzt kürzlich blecherne Hochzeit gefeiert, also 5 Jahre Essen aus Konservendosen. Und da, pass auf, und da ist er, das ist interessant, da ist er in so ein Blumengeschäft gegangen und hat gesagt, guten Tag, ich hätte gern 24 Gladiatoren. Sagt die Verkäuferin, Sie meinen sicherlich Gladiolen. Ach ja, sagt er, das andere sind ja die Halbskörper. Die haben ja nachmittags geheiratet, weil seine Frau morgens noch zur Schule musste. Sagt er, in diesem Jahr fahre ich ja im Urlaub auf die Bahamas. Ich sagte, du warst auf der Hochzeitsreise. Ja, diesmal wollen wir baden. Und in der Hochzeitsreise hat sie noch so schön gesagt, Schatz, von deinen falschen Zähnen hattest du ja gar nichts erwähnt. Sagt er, wenn sie mir nicht passen, kann ich sie ja rausnehmen. Da
haben Sie doch mal im Bett gelegen, nachts, sagt er plötzlich zu ihr, Schatz, mir ist eben was eingefallen. Sagt er, das ist doch nichts Neues. Nicht. Nein, sagt er, das meine ich nicht. Ich wollte nur sagen, am Samstag gehe ich wieder reiten. Sagt sie, daraus wird nichts. Die Stu doch gerade angerufen, sie sei trächtig. Und sagt er, neulich mir, meine Frau hat ein Kind bekommen. Ich sage, so, wer ist denn der Vater? Sagt er zu mir, ich glaube, ihr boxt der Papst, du, also ehrlich, du. Das wurde noch nie im Krankenhaus gesprüstet. Ich sage, ich denke, du wüsstest das, könnte ja sein. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Sagt er, ich glaube, ein Junge. Ich sage, wieso glaubst du das nur? Ja, ich habe nur gehört, wie die Hebamme sagte, ei, ei. Er sagt ja, in jedem Manne steckt ein Kind, hat er immer so schön gesagt, in jeder Frau steckt ja auch ein Kind, es kommt nur auf den Wecker an, nicht? Und das wisst ihr ja, also, dass sie neulich zur Polizei gegangen hat, gesagt, ich möchte meinen Mann als vermisst melden. Ja, sagt der Wachmeister, wie sah er denn aus? Och, sagt sie an sich, wie immer, weißes Hemd, blaue Hose, karierte Schürze. Da ist er mal zum Optiker gegangen, hat gesagt, ich hätte gerne eine neue Brille. Sagt der Optiker, wieso, ist die alte nicht mehr scharf genug oder was? Und der, sag ich neu zu ihm, ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag eine Kette gekauft. Oh, sagt er, gute Idee, meine läuft auch immer weg. Und das ist ja. Es ist ja kein Wunder, wenn sie immer sagt, immer wieder, also der einzige Reiz in unserer Ehe ist der Brechreiz und deshalb wollen. Kinder, deshalb wollen die beiden sich jetzt ja auch scheiden lassen. Also sie kriegt die Kinder, er das Kindermädchen und die haben. Die haben ja so süße Kinder, da kommt die Kleine mal nach Hause und sagt, Mami, wir sind heute in der Schule alle untersucht worden, nur eine ist noch Jungfrau, sagt sie, und das bist du, nicht? Nein, die Lehrerin. Da sagt sie, was habt ihr sonst noch in der Schule gemacht? Sagt sie, Mami, wir haben Sprengstoff hergestellt. So, sagt sie, was macht ihr morgen in der Schule? Sagt sie, in welcher Schule, Mami? Hat doch die Lehrerin gefragt, Erna, warum sind Chinesen klein und gelb? Sagt sie, wenn die groß wären, dann wären das ja Postautos. Ist doch süß, nicht? Da hat sie mal aus Klassenhass die Schule geschwänzt. Hat die Lehrerin am nächsten Tag, du bist gestern nicht in der Schule gewesen. Warum nicht? Hat sie, mein Opa ist gestorben. Das kann doch nicht sein, ich habe ihn morgen heute noch mal am Fenster sitzen sehen. Ja, da muss er noch sitzen, eine Woche wegen der Rente. Oh, weia. Da ist die Kleine mal mit der Mami mit dem Bus über die Reeperbahn gefahren. Und da sagt sie plötzlich, Mami, was sind das alles für Mädchen, die da stehen? Sagt sie, mein Kind, das sind Frauen, die warten auf ihre Männer, die von der Arbeit kommen. Sagt der Busfahrer, gnädige Frau, klären Sie Ihr Kind doch richtig auf, sagen Sie ihm doch die Wahrheit. Sagen Sie doch, das sind Frauen, die mit Männern für Geld ins Bett gehen. Ach so, sagt sie, Mami. Und was wird aus den Kindern, die diese Frauen kriegen? Sagt sie, Busfahrer, mein Kind. Pass auf. Und da hat er mal in der Badewanne gesessen, gucken die Kinder zur Tür rein und sagen, Papi, können wir Schweinchen Dick sehen? Ja, kommt rein, aber warte, wo ist die Ausdrücke her, Mensch? Kinder, es scheint denen ja auch finanziell gar nicht so gut zu gehen. Immer wenn ich da mal zu Besuch bin, spielen die Kinder Gerichtsvollzieher und ja, hat immer diese schönen Sprüche drauf. Wer A sagt, muss auch Alimente sagen. Hat er neulich so schön gesagt. Also er sagt, Alimente zahlen, sagt er, das ist so lustig wie das Einkaufen von Hafer für ein totes Pferd, sagt er. Und geizig ist er, geizig, stellt sich mit der Kerze vom Spiegel, feiert den zweiten Advent. Also ehrlich, der hat sich neulich eine Kuhbuchsuhr gekauft und einen Sack Vogelfutter dafür andrehen lassen. Also ehrlich, der macht. Hat ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht mit dem Nachtschlüssel und all solche Sachen. Sagt er neulich zu mir, du, ich hab 1000 Mark verloren beim Rennen. Ich sag, was rennst du, geh langsam. Da hat er sich nachts im Bett hin und her gewälzt, kann nicht schlafen. Sagt seine Frau, Liebling, was ist los? Warte, nicht, warte. Ach, sagt er, ich hab so einen Summen im Kopf. Sagt sie, wie hoch sind denn die Summen? Ach, sagt er, weißt du, ich hab doch bei dem Müller da so ein Scheck über 30.000 Mark laufen, weißt du, morgen ist der fällig. Sagst du, und deshalb regst du dich so auf, deshalb kannst du nicht einschlafen, lass mich das mal machen. Hängt sich ans Telefon, wählt und sagt, Herr Müller, ja, Herr Müller, mein Mann, der hat einen Scheck bei Ihnen laufen über 30.000 Mark, morgen ist der fällig.
Das ist richtig, gnädige Frau. Aber deshalb rufen Sie mich doch nicht mitten in der Nacht an. Was Sie doch. Ich wollte Ihnen nur sagen, mein Mann zahlt nicht. Knallt den Hörer auf und sagt, und so, nur haust du dich auf die andere Seite, machst die Augen zu, jetzt kann der Müller nicht mehr schlafen. Ich sag, noch nicht so schön zu ihm. Ich sag, hast du den ganzen Tag geschlafen? Sagt er, ja, warum? Ich sag, dein Hemd hängt auf alleine. Ich sag, wo warst du denn Sonntag? Sagt er, auf der Autobahn, hinter einem VW. Und er wurde ja kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert, also böse Sache, hat sein Bettnachbar sich gleich vorgestellt und hat gesagt, gestatten, Meier, 12-Fingerdarm. Sagt er, angenehm, Schulze, Geisterfahrer. Kinder, er war echt als Geisterfahrer unterwegs auf der Autobahn und alle haben ihn angeblinkt, sagt seine Frau, toll, Liebling, wie viele Leute dich kennen. Kurze Zeit später kam über NDR 2 die Mitteilung, liebe Autofahrer, die Gefahr durch den Geisterfahrer auf der A7 ist beseitigt, er befindet sich unter einem Lastwagen und fährt wieder in entgegengesetzter Richtung. Ehrlich, und im Krankenhaus machte der Doktor Visite und sagt, Herr Schulze, ich bin kein Mann von vielen Worten. Sagt er, ich bin auch verheiratet, Herr Doktor. Sagt er, Herr Schulze, machen Sie sich keine Sorgen, in 3 Wochen sind Sie raus aus dem Krankenhaus. So oder so. Und zu dem Bettnachbar sagt er, was ist denn mit Ihnen los? Was fehlt Ihnen denn? Sagt der Doktor, ich habe immer so ein Jucken in der Hüfte. Ja, also dann muss ich ihn untersuchen und sagen, mein lieber Freund, Sie sind an sich topfit, Sie sind in Ordnung, organisch vollkommen in Ordnung, gesund. Wie ist es mit der Liebe? Sagt er, 3-mal im Monat. Wie alt sind Sie denn? Sagt er, 27, Herr Doktor. Sagt er, 3-mal im Monat? Mein Lieber, 3-mal in der Woche. 3-mal am Tag, mein Lieber. Sagt er, Sie haben gut reden, Herr Doktor. Sie sind Arzt in Barmbek, ich bin Kaplan in der Eifel. So, Freunde. Ich darf mich bei dieser Gelegenheit ein bisschen zurückziehen. Ihr könnt inzwischen diese kleine Platte umdrehen. Das machen wir ja immer auch altbewährterweise. Nicht, nehmt einen kleinen zur Brust. Denkt daran, der Wirt braucht jede müde Mark. Und ich verabschiede mich bis nachher mit dem alten Hamburger Schlachthof wie immer. Tschüss! So, Freunde. Danke, hier ist eine Stimmung. Ich habe es eben gemerkt, da kam einer von der Toilette. Strahlte mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Die habe ich eben gezogen, 2-mal London. Wart ihr mal da unten? Da ist aber Stimmung, das kann ich euch sagen, da müsst ihr mal hingehen. Da klopft da einer an die Klotür und sagt, ist da jemand? Kommt die Stimme von drinnen? Nein, im Gegenteil. Wart ihr mal unten bei der Klofrau? Bei der spukt das, die hat überall diese Spuknäpfe aufgestellt. Die hat ja einen neuen Toilettenspruch, nicht eine Hand wäscht die andere und nee, geht doch mal runter. Also die Frau ist so einsam, die ist schon glücklich, wenn man sie nach der Uhrzeit fragt und die ist ehrlich, die feiert ja in diesen Tagen ihr 5-jähriges Dienstjubiläum. Schön, da unten gibt's belegte Brote, Kaffee und Kuchen. Nee, sie hat vorhin noch so schön zu mir gesagt, Fips hat sie gesagt, es ist ein rauschendes Fest. Also sie ist echt knapp. So richtig eine gemütliche Oma, also die war 3-mal verheiratet, außerdem hat sie 2 Weltkriege überlebt. Und die, also, da sagt neulich ihr kleiner Enkel zu ihr, Oma, kommst du heute Nachmittag mit zum Baden? Sagt sie, nee, das geht nicht, mein Junge, mein Badeanzug hat ein Loch im Knie. Eines Tages kam sie hier an, ich habe sie kaum wiedererkannt, das muss ich euch schildern. Ein Auge metallig blau, das andere fast zu, ein Ohr hing runter, Lippen aufgesprungen, Nasenbein eingeschlagen, ein Arm ausgekugelt und sie humpelte. Sag, Oma, um Gottes Willen, was ist passiert? Sagt sie, Opa hatte einen Schlaganfall. Ich sag, aber Oma, da musst du die Zähne zusammenbeißen. Das ist so einfach, du, wenn man nur noch oben links und unten rechts einen hat. Du. Pass auf, und Opa? Opa hat jeden Abend mit so einem Teleskop von 70, 71 am Fenster gestanden und hat gegenüber gesehen, wie sich da so ein junges Mädchen entblättert hat. Eines Tages hat Oma denn das Mädchen auf der Straße gesprochen und sagt, Fräuleinchen, was ich sagen wollte. Können Sie nicht morgen die Jalousien mal rechtzeitig runterlassen? Mein Alterchen ist hinterher immer ganz durcheinander.
Na, die verspricht, dass es geht 14 Tage. Oma trifft sie wieder auf der Straße und sagt, Fräuleinchen, was ich sagen wollte, schönen Dank erstmal, dass Sie jetzt die Jalousien immer rechtzeitig runterlassen. Aber können Sie sie nicht morgen noch mal hochnehmen? Ja, was, warum denn, Oma? Er hat Geburtstag. Und da hat sie mal gesagt, Opa, Opa, wollen wir nicht mal wieder ins Kino gehen? Sagt aber, Oma, wir waren doch erst. Ja, sagt sie, inzwischen ist aber doch der Tonfilm erfunden worden. Und die beiden, Kinder und die beiden sind losgegangen auf der Straße, treffen sie einen Passanten und sagen, entschuldigen Sie, wo geht's hier ins Kino? Sagt er, geradeaus. Siehst du, sagt sie, wenn wir schon mal ins Kino wollen, ist es geradeaus. Da hat Oma mal eine Bekannte getroffen auf der Krankenkasse. Und die sagt sie, na, was machen Sie denn hier? Sagt sie, ich hole einen Krankenschein für meinen Mann. Und Sie? Sagt sie, ich lasse meinen Mann seinen verlängern. Ach, das machen die hier. Neulich fing zu Hause ihr Fernsehbild an zu laufen, hat sie gleich beim NDR angerufen und hat gesagt, hören Sie mal zu, Herr Intendant, spielen Ihre Filme eigentlich alle im Paternoster oder wie sehe ich das? Da hat Opa in der Kirche gesessen und der Pfarrer hat gepredigt über die 10 Gebote. Bei der Stelle, du sollst nicht stehlen, da zuckt Opa zusammen. Bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da grinst er so hämisch vor sich hin. Der Pfarrer beobachtet, spricht ihn nachher an und sagt, was das nun zu bedeuten hat. Ja, sagt Opa, das folgendermaßen, Herr Pfarrer, wissen Sie, bei der Stelle, du sollst nicht stehlen, habe ich gemerkt, dass mein Schirm weg ist. Wissen Sie, und bei der Stelle, du sollst nicht Ehe brechen, da fiel mir ein, wo ich ihn stehen gelassen habe. Aber ich glaube, ihr gebt mir ein bisschen recht, also in diesem Laden ist echt schon was los. Hier saßen zwei Besoffene am Tresen. Sagt der eine zum anderen, kennst du die Wüste Gobi? Oder hör bloß auf mit deinen Weibergeschichten. Da hatte sich hier ein Gast russische Eier bestellt. Nach der Stunde sagt der Herr Ober, wo bleiben die russischen Eier? Sagt er, den Russen haben wir schon, er wehrt sich noch. Hier vor der Tür, die hat auch vor der Tür ein Betrunkener gestanden. Und sagt, Herr Wachmeister, was habe ich in der linken Hand? Sagt er, nichts. Sagt er, was habe ich denn in der rechten Hand? Sagt er, auch nichts. Sagt er, auf Weiher, dann pingel ich schon wieder in die Hose. Ja, Freunde, das passt vielleicht ganz gut zu diesem Thema. Übrigens, man hat ja festgestellt, dass jeder vierte Bulle ein Polizist ist und die weiblichen Polizisten heißen ja Bulletten, das wisst ihr. Und, übrigens, Statistiken sind ja immer interessant, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also Statistiken, man sagt zum Beispiel 50% aller verheirateten Bundesbürger sollen Männer sein. Ich meine, ja, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, also Frauen sind so unpolitisch wie Wanderameisen. Und das halte ich nicht für richtig. Das halte ich, seht ihr, es ist zum Beispiel erwiesen, dass 40% aller Frauen Franz Josef Strauß als Mundartpolitiker viel lieber mögen als Karl Valentin. Das ist, Frauen sind nicht so unpolitisch, glaubt mir das. 10% haben den Namen Schmidt schon mal gehört. Das ist unwahrscheinlich. Frauen? Da wurde einer mal gefragt, was er sich unter einer idealen Frau vorstelle, hat er gesagt, ein Bett. Frauen dringen alle Berufe vor. Glaub mir das, eine Kaufhausdetektivin hatte mal einen Ladendieb geschnappt. Auf frischer Tat führt ihm den Direktor vor, der sagt, bitte durchsuchen Sie den Mann. Die greift den Dieb in die Hosentasche, der verdreht die Augen. Sagt er, was hat er drin? Jetzt hat sie kein Futter. Hier verdrehen auch einige die Augen jetzt, ich merke das schon. Sie erklärt ihm das gerade da jetzt. Ach, der liebe Scheiß. Herrlich. Nee, Kinder, ihr wisst es, ich spreche immer gern über Frauen. Frauen sind ja wie Telefon. Ja, oft besetzt, häufig falsch verbunden. Hin und wieder gestört, manchmal steckt ein dritter Teilnehmer in der Leitung. Also es... Da hat mal die schwangere Tänzerin gesagt, ich hätte doch besser die ganze Nacht tanzen sollen. Und es gibt ja Frauen, die tun zum Beispiel die Pille in die Kaffeemühle. Also das Pulver hat der Papst ja nicht verboten. Und im Kloster schreit Schwester Clotilde, ist ein Mann im Haus, ist ein Mann im Haus. Sagt die Oberin, woher wissen Sie das? Haben Sie ihn gesehen? Nein, der Klodeckel ist hochgeklappt.
Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Nonnen vermehren sich ja durch Zellteilung und das ist so. Im Kloster hatten sich zwei junge Burschen zwei Nonnen geschnappt und die eine schreit, als wenn sie am Spieß hängt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sagt die eine, pst, meiner weiß es. Nein, seien wir ehrlich, Frauen werden doch heute nur noch rot unter den Händen ihres Masseurs. Wenn heute eine Frau im Film angezogen ist, dann war doch bestimmt das Studio nicht geheizt. Und da wurde einer jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, nur weil er seiner Frau die Wagentür aufgehalten hat. Bei 200 Stundenkilometern. Wie sie sagt, Lisbeth, fährt dein Mann nicht viel zu schnell? Ach, wart, Ferdinand kennt den Weg im Schlaf. Nicht Ferdinand? Ferdinand? Ferdinand! Kinder, wie heißt es immer so schön? Ein kleines Nickerchen bewahrt vom Älterwerden. Besonders hinterm Steuer. Und übrigens, der Adel. Übrigens, der ADAC hat eine neue Empfehlung rausgebracht. Also die Autofahrer sollten noch beim Parken ihre Wagentür auflassen, damit die Fußgänger ungehindert durchgehen können. Und die wollen ja jetzt ein Auto entwickeln, das weniger als einen Zentner wiegt, damit die Fußgänger auch mal zurückschlagen können. Und ja, eine Bekannte von mir, die hat sich jetzt die neue Autofahrerfrisur zugelegt, Nockenwelle. Ja. Und ja, sie hat ein schönes, kleines, niedliches Auto, so tief, da gucken die Dackel zum Fenster rein. Und ganz leises, also die kann sich mit den Knien die Ohren zuhalten, nicht? Ein ganz, ehrlich, hat sie neulich den Gastmann gerufen und hat gesagt, gut, dass die kommen, bei mir klemmt nämlich das Gaspedal, nicht? Und die Frau, da wurde sie mal angehalten von der Verkehrsstreife, sagt der Wachmeister, nee, Frau, ihr Licht ist nicht in Ordnung. Das verstehe ich gar nicht, ich habe doch gestern die ganzen Kerzen auswechseln lassen. Die aber ehrlich, ganz tolles Auto, kaum gelaufen, meist in Werkstätten rumgestanden, also ein verbraucht keine 7 Liter Öl, also ein märchenhafte Bremsen, so nach dem Motto, es war einmal, kennt ihr ja. Und der Mann beim TÜV hat zu ihr gesagt, also gnädige Frau, zwei gute Mitteilungen, ihr Handschuhfach, ihr Rückspiegel sind in Ordnung. Und sagt er, wissen Sie eigentlich, was eine Profilneurose ist? Sagt sie, natürlich, wenn auf meinem Profil eine Rose wächst. Sagt sie, nein, eine Profilneurose ist, wenn ihre Reifen Angstzustände kriegen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, liebe Frau, wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, wir müssten es jetzt erschießen. Und ehrlich, und mit dem Wagen ist sie mal vor eine Tankstelle gefahren, hat gesagt, bitte volltanken, wo sind die Toiletten? Die verschwindet in einer halben Minute, war sie wieder da. Zahlen, weg war sie. Sagt einer, was war mit der Frau los? Der war vollkommen durcheinander, puterrot im Gesicht. Oh, so der Tank war eine kleine Spielerei von mir, wissen Sie. Wissen Sie, wenn die Frauen so aufs Klo gehen, sie auf die Brille setzen, und Kontakt ausgelöst, und setzt sich ein Tonband in Bewegung, kommt von unten die Stimme, bitte röcken Sie etwas an, Michael. Da ist doch in Texas, da in Dallas, ist mal so ein Neger mit dem Straßenkreuzer von der Tankstelle gefahren, sagt, bitte einmal voll tanken. Sagt der Tankwart, an meine Tankstelle werden keine Neger bedient. Sagt er, hat mich voll falsch verstanden. Ich sagte, voll tanken. Da hält der Tankwart eine Münze aus der Tasche, wirft die hoch, zieht seinen Colt, drei saubere Einschüsse, fängt wieder auf und sagt, an meine Tankstelle werden keine Neger bedient. Da holt der Neger eine Kartoffel aus der Tasche, wirft die hoch, zieht sein Messer aus dem Stiefel, das Ding kommt sauber geschält in 6 Stücken wieder runter. Sagt der Tankwart, darf es auch noch Ölwechsel sein? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum Neger im Kino immer weiße Handschuhe anhaben. Damit sie beim Schokoladeessen nicht in die Finger beißen. Und da sagt die eine zu anderen, mein Mann hat sich einen Van Gogh gekauft. Das ist so als Zweitwagen. Pass auf, da ist mal einer mit seinem Wagen in die Deutsche Gebirgsrepublik gefahren. Das ist ja, also das ist die DDR, die heißt heute so wegen der vielen Engpässe. Und der wurde von einem Fopo angehalten, sagt der Fopo, können Sie sich ausweisen? Ach, sagt er, kann man das jetzt auch selbst? Die haben ja in der DDR jetzt eine neue Zeitschrift rausgebracht, die Schnauze. 3 Millionen halten die schon und das ist weiß ich, ob ihr das schon gehört habt, der nächste Bundespresseball soll ja in Ost-Berlin stattfinden. Ja, unsere ganzen Bonner Minister wollen mal mit ihren ehemaligen Sekretärinnen wieder tanzen. Ja, ihr merkt, wir sind ganz schön aktuell. Die haben ja auch den Kaffee-Mix da drüben, nicht? Der wird ja schon mit der Neutronenbombe verglichen. Natürlich, der Mensch wird vernichtet, die Tasse bleibt heil, nicht? Das ist ein unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum es in der DDR keine Terroristen gibt, die müssen ja 10 Jahre auf so ein Fluchtauto warten da drüben. Also,
heißt ja drüben immer so schön, fleißig, 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 die DDR wird 30. Die Kleinen laufen sich einen Wolf, die Großen kaufen sich einen Golf. Nee, das ist... Ehrlich, und auch, und übrigens... Übrigens, der Golf ist drüben das beliebteste Auto, weil die ja immer zum TÜV nach Wolfsburg müssen. Und übrigens, das neutralste Land, da ist ja die Tschechoslowakei. Die dürfen sich ja nicht mal in die eigenen Angelegenheiten mischen. Und ja, guck mal, in Russland haben sie zum Beispiel jetzt eine Giraffe mit einer Kuh gekreuzt. Das Tier soll im Westen fressen, im Osten gemolken werden. Und übrigens, die größten Pechvögel, das sind die sowjetischen Kosmonauten. Die fliegen 20 Mal um die Erde und landen wieder in der Sowjetunion. Das ist Pech. Das ist, ja. Guck mal, die Pravda hat zum Beispiel ein Preisausschreiben für den besten politischen Witz veranstaltet. Erster Preis 20 Jahre. Und natürlich, da kam doch ein Soldat in den Kreml und sagt, Genosse General, auf Roten Platz sitzen 100 Soldaten essen. So, das ist tragisch. Halbe Stunde später kommt er wieder. Genosse General, auf Roten Platz sitzen 1000 Soldaten essen. So, das ist nicht so tragisch. Nach einer Stunde kommt er wieder. Sagt der General, auf Roten Platz sitzen 10.000 Soldaten essen. So, das ist nicht so tragisch. Warum regst du dich so auf? Sagt er, essen alle mit Stäbchen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was im Brockhaus unter DDR steht. Kleines zänkisches Volk an der chinesischen Grenze. Das ist schön, ne? Über Chinesisch ist ja herrlich. Ne? Der Presseminister heißt ja Zeitung. Ich meine, Ladenschluss auf Chinesisch, Schwatsch schon zu. Oder Spinat auf Chinesisch, Kukake. Also alles schön. Ich war, muss ich euch erzählen, ich war jetzt chinesisch essen, aber herrlich, immer ein Erlebnis. Also, da kam mir der Kellner entgegen, so ein Spargeltarzan, weißt du, mit so einem riesigen Gewürzprüfer, nicht? Ein bengalisches Glitzern in seiner Iris, nicht? Und ich denke, na, Vorsicht ist der Opa aller Überlegung, ihr kennt das, nicht? Und er auf mich drauf los mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers. Weißt du? Und ich sag auf echt hamburgisch, sag ich, grüß Gott, nicht? Ja, haben Sie bitte Platz für mich? Sag ich, tschum, tschum. Da kann ich mal die Karte haben. Sag ich, tschum, tschum. Ich sag, ja, oh, du mein lieber, mein Vater, das kann ja kein Arzt lesen, das würden Sie mir empfehlen. Ich sag, das können Sie mir bringen. Ich sag, das auch noch, meine Güte. Und dann kam das Essen, was war ein Phrase, ich hätte ebenso gut zu Hause essen können. Nicht? Ich sage nachher, bringen Sie mir bitte die Rechnung. Scheiße, habe ich die Suppe vergessen. Auweia, kann ich da nur sagen. Hier. Ah, es ist schon verrückt, was heutzutage alles passiert. Kommt einer mit dem Känguru in die Bar, sagt der Mixer, wo haben Sie den Apparat denn her? In der Lotterie gewonnen, sagt das Känguru. Und ja. Die heißt immer so schön, heiß, heute sagte das Ei, als es in die Pfanne gehauen wurde. Ihr kennt den Sinn, nicht? Nicht? Wie das Mixgerät zum Kochlöffel sagt, fröhliche Weihnachten, Oma. Nee, das ist, nicht? Ja, ja. Die zwei doofe Fußballspiele nach 45 Minuten, sagt er, eine Halbzeit, jetzt bist du mal der Ball. Hat der Pfarrer in der Kirche gesagt, zum Küster ist es kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn? Hat der HSV gegen Bayern München. Pass auf, und nach dem Spiel, da wurde der Kevin Keegan, der wurde interviewt vor so einem Reporter. Da sagte Mr. Keegan, Sie haben einen neuen Vertrag abgeschlossen. Wie hoch war der? Sagt er, 400.000. Und was haben Sie mitgemacht? Sagt er, ich habe mir einen Ferrari gekauft. Sagt er, der Rest habe ich auf die Bank gelegt, soll arbeiten. Hat er den Manfred Kals gefragt, Sie haben auch einen neuen Vertrag, Herr Kals? Sagt er, ja, wie hoch war der? Na, sagt er, 300.000. Was haben Sie damit gemacht? Na, sagt er, ich habe meinen Bungalow bezahlt. Den Rest? Sagt er, Rest, habe ich ein bisschen in Wertpapieren, Pfandbriefen, ich kenne das ja, so ein bisschen arbeiten. Hat er einen Stahlarbeiter im Hafen gefragt. Sagt er, Sie haben auch einen neuen Vertrag? Sagt er, ja, wie hoch war denn der? 4%. Sagt er, was haben Sie damit gemacht? Sagt er, ich habe mir einen Anzug bei C&A gekauft. Sondern der Rest, den hat meine Mutter dazugelegt. So ist es im Leben. Wer Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Und da ist zum Beispiel der Franz Josef Strauß zum Papst gefahren, Audienz beim Papst in Rom.
und gesagt, können Sie mich bitte heilig sprechen? Doch, aber Bruder, das wird nicht möglich sein. Ich kann nur Tote heilig sprechen, Sie leben noch. Aber sag, heiliger Vater, ich habe auch viel Geld, ich will mir was kosten lassen. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit? Doch, der Papst, gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie stellen sich scheintot, ich spreche Sie scheinheilig. Ein bisschen überparteilich wollen wir ja bleiben, nicht? Aber nee, ganz ehrlich, Freunde, hoffentlich hat die Bundeswehr morgen schönes Wetter. Die Bundeswehr ist ja so ein Thema. Wie der Spieß sagt, Gefreiter Müller, Sie sind der Erste, der sich über einen nicht aufgegangenen Fallschirm beschwert. Oh, das. Auweia! Ihr denkt aber mit, das kann ich euch sagen. Da sagt der Spieß, und nun die ganze Kompanie, Marsch und links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, ruft einer aus dem zweiten Glied, können wir jetzt mal das rechte Bein nehmen? Da tobt der Oberst, Gefreiter Müller, weil Ihre Frau zu Besuch war, habe ich Ihnen 24 Stunden Sonderurlaub gegeben. Was machen Sie? Sie kommen erst nach 3 Tagen zurück. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung anzuführen? Herr Oberst, das war so. Als ich ins Hotel kam, da saß meine Frau gerade in der Badewanne. Das hat 3 Tage gedauert? Nein, aber meine Uniform brauchte so lange zum Trocknen. Kinder, das ist wahre Liebe, wie der Richter sagt, so gnädige Frau. Sie wollen mir also weismachen, Ihr Mann habe sich erhängt. Und wie kommen die Beulen an seinen Kopf? Dass sie haben Gummiband genommen. Ist verrückt, nicht? Bei uns im Dorf an der Kirche hängt ein Schild, diese Kirche, diese heilige Stätte mit Schuhen zu betreten, ist genauso sündhaft wie eine Jungfrau zu verführen. Hat einer drunter geschrieben, habe beides versucht, kein Vergleich. Wir haben ja bei uns auch im Dorf, das kann ich ruhig mal ein bisschen erzählen, wir haben ja ganz saubere Luft bei uns im Dorf, weil die Fenster nie aufgemacht werden von den Bewohnern da und unsere Frau. Unsere freiwillige Feuerwehr, die hat jetzt gesammelt für einen neuen Feuerwehrwagen. Den alten wollen sie nur bei falschem Alarm einsetzen. Ja, da haben sie geschrieben, bitte spendet reichlich. Sollte der Betrag nicht ausreichen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert zu veranstalten. Guck mal, mein Nachbar. Ehrlich, mein Nachbar zum Beispiel, also der hat jetzt eine Subventionsfallfahrt nach Oberjammergau gemacht und der hat da. Ehrlich, der Fritz, du warst es nicht. Nein. Du warst es wirklich nicht. Und der hat da in einer Bar gesessen und die Bardame, also nächtlicher Raubvogel, weißt du, mit, also ein Gesicht so einladen wie so ein ungemachtes Bett, könnt ihr euch vorstellen? Also echt. Und braune Hautfarbe, Toaststufe 3, könnt ihr euch vorstellen? Optimal symmetrische Beckenknochen. Also wunderschön. Und ja, sagt sie so, also wenn die lachte wie so ein rotes, wie paniertes Rotbarschfilet, könnt ihr vorstellen, also gut, ehrlich. Und sagt sie, möchten Sie gerne einen Tee? Sagt er, trinke keinen Tee. Sagt er, möchten Sie einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Möchten Sie einen Whisky-Soda? Ich trinke keine Soda. Und dann sagt er so, sagt er so mit dreistellig belegter Stimme, nicht? Sagt er, das ist schön. Als Bardame müssen Sie sicherlich sehr viel stehen. Ach, sagt sie, wie man es nimmt. Nicht? Und ehrlich, und die beiden kamen sich dann doch sehr schnell näher, ne? Und sagt, sie kommen sie nachher ein bisschen noch zu mir, ich habe ein herrliches Appartement, so mit integriertem Müllschlucker, also so schön. Die beiden haben dann Bazillen ausgetauscht, also das war also, wenn die Küsse, das war eine halbe Mandelspülung. Und die am nächsten Morgen sagt der Schatz, es war herrlich mit dir, es war eine wunderschöne Nacht, ich möchte dir was schenken. Was möchtest du denn haben? Du hast einen Herzmanuel Bouillant drin. Sagt sie, wenn du mir unbedingt was schenken willst, weißt du, dann schenk mir doch so ein kleines Taschenmesser. Du kennst doch diese kleinen Taschenmesser, Nagelfeile, Korkenzieher, Schere, so zum Klappen und so. Sagt sie, was ist denn mit dem Taschenmesser? Sagt, zieht sie eine Schublade raus, liegen fein, säuberlich, so 578 Taschenmesser. Sagt sie, was ist denn mit den ganzen Taschenmesser? Oh, ich muss dir das erklären, weißt du, mein Vater ist kürzlich gestorben, hat mir seine Millionen vermacht. Eine große Villa, dieses Apartment, das wir haben, Sportwagen, Segeljacht. Ich bin 20 Jahre jung, sehe gut aus. Bin sonst, glaube ich, auch einigermaßen auf der Höhe. Aber eines Tages werde ich 50 sein. Und kannst du dir vorstellen, was ein junger, knackiger Pfadfinder nicht alles macht für so ein Taschenmesser? So, Freunde, ich darf mich bei dieser Gelegenheit bei euch verabschieden. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ich glaube, wir können jetzt anfangen, obwohl wir noch zwei Busse erwarten heute Abend. Ja, Herrenbusse und Fraubusse. Aber vielleicht kommen die nicht durch. Ich habe das eben noch im Verkehrsfunk gehört, wegen Kehrarbeiten, weil ihr seht, sehr zähflüssiger Verkehr. So, Freunde, es ist wieder ein Jahr vergangen. Ihr merkt, auch ich bin älter geworden. Ja, wenn ich heute ein Mädchen kennenlerne und das ist hässlich, atme ich schon auf. Habe ich doch gemerkt, als ich heute Abend reinkam. Wenn das sonst nicht in ein Lokal reinkommt, gucke ich zuerst auf die Beine der Kellnerin, dann auf die Speisekarte. Das war heute Abend anders. Ehrlich, glaub mir das, Mann, ich werde älter. Eben zu der Kellnerin gesagt, Fräulein, lieben Sie Chanel? Nein, sagt sie, ich hab's lieber langsam. Mann wird älter, ich gehe ja auch stramm auf die 40 zu jetzt. Aber 40 ist für einen Mann so ein Alter. Die Mädchen interessieren sich noch für dich, die Bundeswehr nicht mehr. Die Haare werden auch wieder kürzer. Der einzige Langhaari, den ich mochte, das war ja der auf den 1000-Mark-Schein. Ich habe auch ein bisschen Stutzen. Voldi. Du hast wieder eine Lache wie so ein volles Kino hier. Freunde, ihr merkt, ich habe auch meine Haare ein bisschen stutzen lassen. Meine Tochter zu Hause sagte immer Mutti zu mir. Ich habe eben hier vor der Tür noch einen Lilliputaner getroffen und sagte, Fips, kennst du mich nicht mehr? Wir sind doch zusammen groß geworden. Pass auf, ich habe hier eben... noch am kalten Buffet zu einer Bekannten gesagt. Ich sag, weißt du eigentlich, was eine Jungfrau zum Frühstück isst? Sagt sie, nee. Ich sag, das habe ich mir gedacht. Ihr merkt, wir werden alle älter. Machen wir uns nichts vor. Wie sie morgens vom Spiegel steht und sagt, Schätzchen, habe ich nicht eine tolle Figur? Ja, sagt er, toll, mein Liebling. Wie ein Reh, oder wie heißt das große Tier mit dem Rüssel hier? So. Wir werden alle älter. Auch ich sehe meinen Passbild ja immer ähnlicher. Ich war jetzt bei mir auf dem Amt. Also bei mir auf dem Amt, da haben wir die weiblichen und männlichen Beamten haben jetzt getrennte Schlafzimmer gekriegt. Ich sag zu dem Beamten, ich möchte gerne meinen Pass verlängern lassen. Sagt er, wieso? Gefällt Ihnen das Format nicht mehr? Sagt der Vorname, ich sag Pips. Zunahme, ich sag jede Woche ein Pfund. Sagt er Geschlecht? Ich sag in Ordnung. Sagt er, wieso in Ordnung? Ich sag natürlich, ich nehme alle zwischen 17 und die nicht mehr schnell genug auf den Baum draufkommen. Ne? So, Freunde. So. Nee, ich habe in der letzten Zeit auch wieder viel Ärger gehabt. Heute Morgen zum Beispiel, als ich aufstand, habe ich mir gleich meinen Kopf am Gullideckel gestoßen. Ich bin ja heute Nachmittag noch von Berlin hier rüber geflogen. Mir tun jetzt die Arme noch weh. Also, ja, ich habe drüben ein paar Tage im Krankenhaus gelegen. Ich habe da meinen Jesus-Faktor feststellen lassen. Ich hatte noch eine kleine Magenverstimmung, haben sie mir gleich ein paar Komtessen auf den Bauch gelegt. Sagt der Professor zu mir, na mein lieber Freund, was macht denn der Zucker? Ich sage, Herr Professor, der zockt überhaupt nicht mehr. Sagt er aber, mein lieber Freund, es freut mich für Sie, seit Sie TBC haben, husten Sie viel freier. Sagt er, und dann leiden die unter Eisenmangel. Ich sage, Herr Doktor, ich bin aus gutem Holz. Nein, Kinder, ich sage immer, dieser Professor zum Beispiel, der war eine Kanone, der bietet drei Operationssäle, um einen Pickel auszudrücken. Ehrlich. Geht mal ins Krankenhaus, macht mal eine Pause, das ist so schön. Da wurde eine Frau eingeliefert, die hat ihre Pille mit verschmutztem Wasser eingenommen. Die hat dann Mülleimer zur Welt gebracht.
Erich, geht mal ins Krankenhaus. Erich, das haut dem fast das Ei aus der Krone. Glaub mir das. Erich, da hat einer Wasser im Knie, dem wuchsen da Sumpfdotterblumen. Da war er. Erich, ich sag zu meinem Bettnachbarn, sind Sie verheiratet? Sagt er, nein, das war ein Verkehrsunfall. Ich sag, wie ist das denn passiert? Sagt er, ja, wissen Sie, das war ein Irrtum. Ich stand mit meinem Wagen an der Ampel und nach Gelb kam nicht Grün. Pass auf. Den muss man sacken lassen, ne? Klaus, du stürzt heute Abend schon ganz deinen Kopf darüber. Nach physikalischen Gesetzen schweben Hohlräume frei, weißt du? Nein, Kinder, geht mal ins Krankenhaus, macht mal Pause. Ehrlich, das ist so schön. Und es gibt ja so herzige Schwestern da. Da gibt es ja barmherzige Schwestern. Ne? Und dann gibt es ja diese unbarmherzige Schwestern. Oh, da war ein Personal im Krankenhaus, kann ich euch sagen. So schön. Das Personal betätschelt so die Bäckchen, kaut und dein Kind gibt Küsschen. Ich sagte, meine Frau, das ist doch entzückend. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich sage, hör mal zu, ich kannte den Kerl überhaupt nicht mehr. Nein, Freunde, wenn einer eine Reise tut, sage ich immer, dann kann man was erleben. Ne? Es ist tatsächlich so. Guck mal, einer, der eine Reise tut, das ist ein Reisender. Nicht? Schwieriger wird es, wenn einer einen Trip macht. Und guck mal, man lernt ja... Das glaubt ihr gar nicht. Und wenn man so wie ist, Kinder... Wenn man so wie ich ewig unterwegs ist, man lernt ja nie aus, nicht? Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ein Glatzköpfiger, der sich im Haar krault, ein Loch in der Tasche hat. Habe ich wohl nicht gewusst, nicht? Peter, das... Aber hallo! Natürlich! Aber Freunde, das muss man wissen. Ich weiß jetzt, dass Türken 4 Feiertage haben. Ramadan, Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf und Sperrmüll. Das muss aber hallo. Aber Freunde, man lernt nie aus. Ich weiß jetzt, wo beim Baum hinten ist, da wo das Papier liegt. Da haben aber, sag mal ruhig, da haben 2 im Wald gesessen und gedrückt. Sagt der eine, hast du Papier? Sagt er, nee, ich lass meins liegen. Ja. Genau. Aber hallo! Man lernt nie aus. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wie die Amerikaner das Afghanistan-Problem mit den Russen lösen wollen. Durch ein Wasserballspiel. Natürlich, die Russen kriegen die roten Badekappen auf und die Krokodile die blauen. Ja, wird aber Stimmung, kann ich euch sagen. Ehrlich. Ehrlich. Wo Krokodile sind, ist man vor Haifischen sicher. Aber die haben ja auch... Die Krokodile, die sollen ja auch so seltsame Fressgewohnheiten haben. Habe ich neulich in so einem Schaufenster gelesen. Echt Krokodil mit Seide gefüttert. Ich meine, das ist ja... Ja, ich habe zum Beispiel gehört... Hat einer gesagt, also wenn die Russen das wollen, sind die in 48 Stunden am Rhein. Das ist Quatsch. Die kommen bis zum Kamen der Kreuz, da bleiben sie im Stau stecken. Hm? Ehrlich. Guck mal, zum Beispiel, die Chinesen dürfen auch nicht zu den Olympischen Spielen. Die haben sich ja angemeldet mit 100.000 Schützen. Ich meine, jetzt geht alles nicht. Die Chinesen sind sowieso so ein Volk, das ist doch gar nicht. Haben 750 Millionen Einwohner und dann behaupten die, Ping-Pong sei der beliebteste Sport bei denen. Ich meine, irgendwo... Kinder, ehrlich, man lernt nie aus. Ich weiß zum Beispiel, dass Neger nur 50 Stundenkilometer mit ihrem Moped fahren dürfen, weil ihnen sonst die Oberlippe über die Augen klappt. Aber hallo! Das muss man wissen. Die wichtigsten Teile bei der Bundeswehr sind zum Beispiel die Scharniere an den Aschenbechern. Ja, natürlich, so müssen wir jedes Mal beim Leeren den ganzen Waggon auf den Kopf stehen. Nee, aber hallo, ehrlich, in einem englischen Zugabteil, da saß sich ein Herr, eine Dame gegenüber, die lesen, sagt er plötzlich, entschuldigen Sie, mein Fräulein, möchten Sie meinen Playboy studieren? Sagt sie, sorry, ich habe meine Times.
Nein, ihr merkt schon, das kann man alles nur erleben, wenn man tatsächlich unterwegs ist. Wie ich jetzt kürzlich auf der Nürnberger Spülwarenmesse war und da waren wir abends noch schön im Hofbräuhaus da. Da war aber toll, da spielen die Egerländer Waschfrauen zum Tanz. Da war aber so eine Kapelle, die Musik störte mich ein bisschen und die hatten ja diese ganzen Hits drauf. So Einzug der Alligatoren und Preußens Gorilla und diese ganzen Sachen. Also ganz, die hatten eine Sängerin, also unheimlich tief dekoltiert, also die konnte sich ihre Knie durch den Ausschnitt waschen. Ehrlich, wenn man da länger hinguckte, taten einem die Herzschalen weh. Also ehrlich, die sah so aus wie die Mona Lisa nach der dritten Liftung. Könnt ihr vorstellen? Und dann sang die wunderschön, die sang so sexy, die Frau. Die musste sich einmal in der Woche ihre Rachenmandel von der Sitte untersuchen lassen. Also ehrlich. Ehrlich, in dem Laden war was los, da saß ein Amerikaner, trank sein Bier und kaute auf diesen Filzuntersetzen rum. Kommt der Kellner und sagt, hat's geschmeckt? Sagt der Bier, sehr gut, aber Kekse sehr hart. Ehrlich, und... guck mal, die Amis zum Beispiel, da war in Hamburg, in diesem Provinzflughafen da draußen, Fuhlsbüttel, da war ein Amerikaner gelandet. Und der nahm sich so ein Taxi, wollte sich ein bisschen Hamburg zeigen lassen. Die fahren am Fernsehturm vorbei. Sagt der Amel, hier, dieser Television-Turm, wie lange haben Sie gebraucht zu bauen? Oh, sagt der Taxifahrer, so 3 Jahre. Oh, wir in Amerika, wir brauchen da 12 Monate. Fertig, ready, alles. Die fahren weiter durch den Elbtunnel und sagt dann, hier, dieser Tunnel unter die River durch, wie lange haben Sie gebraucht zu bauen? Oh, sagt der Taxifahrer, so 2 Jahre. Oh, wir in Amerika, wir brauchen 6 Monate, fertig alles. Die fahren weiter am Mittel vorbei. Sagt der Ami, und hier diese Church, diese Kirche, wie lange haben Sie gebraucht zu bauen? Guckt der Taxifahrer an, sagt, was meinen Sie? Sagt er, hier, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, heute Morgen stand das noch nicht. Danke. Da sagt doch kürzlich ein Bekannter zu mir, du, ich fahre nächste Woche nach England. Ich sag, wie fährst du? Sagt er, mit der Fähre. Ich nehme mein Auto mit. Ich sag, das würde ich nicht machen. Das ist gefährlich. Wenn du von der Fähre in England runterkommst, ist da Linksverkehr. Das gibt Ärger. Sagt er, meinst du? Ich treffe ihn nach 4 Wochen wieder. Ich sag, na, was in England? Sagt er, ja, aber mit dem Flugzeug. Ich sag, warum denn das? Ja, du mit dem Wagen, mit dem Linksverkehr. Ich habe das vorher mal probiert, du, zwischen Hamburg und Bremen. Das war ein paar Jahre. So, Freunde. Ihr merkt, man lernt also nie aus. Nicht? Ich weiß jetzt zum Beispiel, was Shalom heißt, Friede. El Shalom, El Friede. Das muss man wissen. Nicht? Guck mal, in einem Schaufenster liegt eine Uhr. Geht einer rein und sagt, guten Tag, ich möchte gerne meine Uhr reparieren lassen. Sagte, ich repariere keine Uhren, ich bin der Reppe von der jiddischen Gemeinde, ich beschneide die Knaben. Sagt er, gestatten Sie gütigst die Frage, warum haben Sie denn eine Uhr im Schaufenster liegen? Sagt er, gestatten Sie gütigst die Frage, was soll ich legen ins Schaufenster? Ja. Da hat doch, ich weiß, ein herrlicher Humor und da hat der Mäuschen zu dem Isaak gesagt, Isaak, sag mir, was ist Börse? Sagt der Börse, ich werde es dir erklären. Pass auf, du kaufst der Hähnen, sie machen Eierlach. Es kommen neue Hähnen, neue Hennen, sie machen Eierlach. Nach einem Monat hast du 100 Hähnen, 100 Hennen. Sie machen Eierlach, nach einem Jahr hast du 1000 Hähnen, 1000 Hennen. Sagt er, bist du ein Schuke? Es kann kommen eine große Sintflut, sie werden da trinken, die Hähnen, die Hennen, der Eierlach. Siehst du, hättest du genommen Enten, das ist Börse. Freunde, ihr merkt es schon, man lernt nie aus, nicht? Ich weiß ja jetzt, warum Fische keine Haare haben, weil sie nichts gegen ihre Schuppen getan haben. Und guck mal, zum Beispiel auch das Fernsehen wurde ja nur erfunden, weil es im Kino so oft regnet. Nicht? Und die Aktion sauberes Fernsehen, die gehen jetzt vor gegen Bettnässe. Wir haben ja in Norddeutschland sogar Kabelfernsehen, jetzt das Wohnsorgtheater. Nicht? Und guck mal, das
Das ZDF hat jetzt neue Kinderserien in Arbeit. Nicht Radkäppchen, der böse Golf. Schneeweißchen im Parkverbot oder Aladdin und die Runderneuerten. Schneewittchen und der siebte Sinn, also richtig schön. Und übrigens, im Gefängnis ist ja zum Beispiel Fernsehen ein Teil der Strafe. Guck mal, und der beste Fernsehzuschauer ist ja der blinde Rundfunkhörer. Und der Rundfunk heißt ja Rundfunk, weil er so oft aneckt, nicht? Und ja, bitte, wie heißt es immer so schön? So mancher, der Rundfunk hört, hat das Gefühl, der Sprecher stört. Nein, ja, meine Kinder, ihr merkt, ich muss auch zwischendurch etwas für die Kultur tun, das nützt nichts, Kinder. Natürlich. Guck mal, was man heute, ehrlich, ich habe jetzt gehört, dass die arbeitslosen Feuerschlucker umgeschult werden zu Müllschluckern. Nee, das muss man wissen heutzutage. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was platonische Liebe ist. Immer zielen und nie abdrücken. Glaubt ihr das? Erinnern zu müssen ist genauso schlimm wie nie dürfen. Glaubt mir das? Wir leben in der Zeit der Emanzipation und trotzdem, die männerfreundlichsten Frauenbewegungen finden immer noch im Bett statt. Und natürlich. Da hat mal der Wachtmeister gesagt: So, gnädige Frau, Sie behaupten also, Sie seien vergewaltigt worden. Warum haben Sie denn nicht gewehrt? Sagt sie: Mein Nagellack war noch nicht trocken. Nein, man lernt heute nicht aus, glaubt mir das. Ich weiß jetzt, dass sich der Kauf von Geigerzählern nur bei ganz großen Orchestern lohnt. Das muss man wissen. Natürlich. Ich kenne zum Beispiel einen Gitarristen, so ein Musiker, der zupft einen wirklich flotten Darm. Zu Hause im Bett ein Versager, weil er da ohne Verstärker arbeiten muss. Natürlich, Kinder. Aber hallo. Habt ihr jetzt gehört, ob man im Gefängnis den Strafgefangenen immer Setzeier anbietet? Hat die Gefängnisleitung gesagt, natürlich, das muss so sein. Bei Rühreiern kriegen die Leute immer Heimweh. Nee, das ist. Ich weiß zum Beispiel jetzt, wie lange Krokodile leben, genauso wie kurze. Guck mal, das muss man. Man lernt nie aus, merkt ihr das? Meine Tochter zum Beispiel hat so ein Wissensdurst. Das Wissen hat sie von meiner Frau. Und da hat mal die Kleine zu Hause gesagt, Papi, hat sie gesagt, wer war Hamlet? Sagt er, hol die Bibel, guck selbst nach. Aber nicht alle Kinder haben das so gut. Es gibt heutzutage immer noch Kinder, die müssen ihre Weihnachtslieder selbst singen. Und habt ihr das gewusst? Ist verrückt, aber es passt in unsere Zeit. Rennt einer vor der Haut immer auf und ab und sagt, ach, haben sie die Straße zugemauert. Nein, Kinder, denkt immer, Albernheit ist die Erholung von der Umwelt. Und guck mal, ich weiß zum Beispiel jetzt, was ein dreiteiliger Bikini ist. Ja, natürlich, Sandalen, Strohhut und Sonnenbrille. Das muss. Kinder, die Welt ist mit einem Hintern zu vergleichen. Rund, geteilt, nimmt an jeder Sitzung teil. Was dabei rauskommt, ist überall dasselbe. Natürlich. In der DDR lernen zum Beispiel die Optimisten Englisch, die Pessimisten Chinesisch. Natürlich. Wo ein Genosse steht, ist eine Partei. Wo 50 Genossen stehen, ist ein Intershop. Das muss man. Aber natürlich. Aber hallo. Da treffen sich 200 DDRs. Sagt er, ich hab dich lange nicht gesehen. Wo warst du? Sagt er, ich hab 5 Jahre gesessen. Sagt er, wofür denn? Für nichts. Hör mal zu, für nichts kriegen wir noch 10 Jahre. Ehrlich. Drüben? Aber hallo, die Straßenbahn hat drüben mehr Anhänger als Honecke. So. Der Honecker war doch drüben, kürzlich in Moskau, hat dem Brezhnev so eine schöne Schale mitgebracht, so Meißner Porzellan. Nicht? Und der Brezhnev, der hat die also hin und her gedreht, umgedreht und sagt, wo ist Spange zum Anstecken? Nein, Kinder, man lernt nie aus. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was ein Quartett ist. Das ist ein russisches Sinfonieorchester nach der Konzert, also durch die USA. Das muss man. Aber hallo. Kinder. Ihr merkt schon, Reisen bildet, nicht? Ja, Kinder. Bei einer Schiffsreise zum Beispiel kommt ein Passagier an Deck, guckt aufs weite Meer und sagt, ach, hier sind wir erst. Verrückt!
Nicht? Ja, genau. Das Meer ist schön, aber was bleibt, wenn man sich das Wasser wegdenkt? Nicht? Und, ich habe neulich zu einem Bekannten gesagt, ich sage, wann seid ihr denn in den See gestochen? Sagt er, wir sind nicht in die See gestochen, wir haben in die See gebrochen. Und dann sagt er, immer nur Depressionen auf dem Schiff. Ich sag, wieso das denn? Ja, dann stell dir mal vor, vorne Wasser, hinten Wasser, links Wasser, rechts Wasser. Ich sag, unten außer der Tür, jetzt brauchen wir für die Rückfahrt. Da hat mal ein Pärchen zu dem Kapitän gesagt, Herr Kapitän, hat das Schiff auf Stabilisatoren? Wir sind nämlich auf Hochzeitsreise. Und ehrlich, und pass auf. Und neben dem Schiff, da tauchte plötzlich ein U-Boot auf. Die Luke wird aufgemacht. Ein bärtiger Kapitän guckt raus und sagt, ist der Krieg schon zu Ende? Und wir zurück, ja, schon lange. Haben wir gewonnen? Nein, sagt der scheiß Kaiser, Mensch. Da war mitten im Atlantik, war da einer von Bord gefallen. Keiner der Passagiere machte Anstalten, die Frau zu retten. Nicht? Plötzlich hat ein junger Mann sie rausgefischt, sagt der Ehemann, danke Ihnen. Ich hätte sie auch retten können, aber ich kann leider nicht schwimmen. Kann ich irgendetwas Gutes für Sie tun? Oder ja, zeigen Sie mir den Trottel, der mich reingestoßen hat. Seht ihr? Ihr merkt also, Kinder, Reisen bildet. Da war zum Beispiel drüben in Amerika, in Chicago, war ein Indianerpärchen in einem ganz vornehmen Hotel abgestiegen und nachts noch der Häuptling große Brause. Squaw, hol mir ein Glas Wasser. Die schwirrt ab, kommt nach 5 Minuten und sagt, geht leider nicht, Bleichgesicht sitzen auf Quelle. So. Es ist verrückt, ne? Wie der eine zum anderen sagt, guck mal da, eine tote Taube. Guckt er nach oben und sagt, wo denn? Oh. Es ist, ne? Das sind so diese ganz einfachen Sachen aus dem Leben gegriffen. Wie ein Spinnenweibchen zum Spinnenmännchen sagt, ich gehe jetzt einkaufen. Sagt er, ja, aber bitte nimm das Netz mit. Plastiktüten sind immer so teuer. So, das ist verrückt. Wie sich in Köln da unten 2 Funkmariechen im Karneval treffen, sagt ihr eigentlich, froh, wenn die 3 tollen Tage vorbei sind. Das wäre froh, wenn ich sie erst hätte. Das ist. Ne, ist. Da klopft doch oben an der Himmelspforte, klopft ein Frosch, Petrus macht auf und sagt, wie heißt du denn? Ich heiße Karlchen. So, sagt der Karlchen, was hast du denn auf der Erde gemacht? Ich habe den ganzen Tag in der Sonne gelegen und dann rein ins Tümpelchen, raus aus dem Tümpelchen, wieder rein ins Tümpelchen, raus aus dem Tümpelchen. Kurz Zeit später klopft es wieder an der Himmelspforte. Petrus macht auf, steht da wieder ein Frosch, sagt er, na, wie heißt du denn? Tümpelchen. Da hat doch mal die Schnecke zur Ziege gesagt, wenn wir um die Wette laufen, werde ich gewinnen. Sagt die Ziege, wie kommst du darauf? Das ist doch unmöglich. Doch, weil wir mit Kriechen weiterkommen als mit Meckern. So. Aus dem Leben, Kinder. Da hat mal, wie die Lehrerin mal gesagt hat, Fritzchen, was ist das für ein Vogel, der da singt? Sagt er, Frau Lehrerin, das ist eine Drossel. Nein, Fritzchen, das ist eine Amsel, aber ich freue mich, dass du mitdenkst. Fritzchen, jetzt gehst du mal dort ans Fenster, guckst mal auf dem Hof. Was ist das unten? Was steht da für ein Baum? Sagt die Frau Lehrerin, das ist eine Buche. Nein, das ist eine Eiche, aber ich freue mich, dass du mitdenkst. Frau Lehrerin, darf ich Ihnen auch mal eine Frage stellen? Fritzchen, schieß los. Frau Lehrerin, was habe ich hier in der Hosentasche? Es ist hart wie Stein und hat einen roten Kopf. Ich habe gesagt, Fritzchen, du solltest dich schämen. Frau Lehrerin, das ist ein Streichholz, aber ich freue mich, dass Sie mitdenken. So, ja. Aber hallo. Nein, Freunde. Balla, balla, oder? Kinder, so ein Thema. Da ist mal der Kleine mit dem Papi in den Zoo gegangen und Papi hat sich aus seinem Flachmann immer so einen kleinen genehmigt. Als er nach Hause kam, hat er so einen kleinen Schimpansen an der Hand.
der kämpft schon gern mit dem Affen nach Hause, Männer, ne? Und dann erklär das mal deiner Frau. Ne? Der klingelt, dann macht so ein riesen Schimpansenweibchen auf, nimmt den Kleinen in die behaarten Affenarme und sagt, aber Fritzchen, wo ist denn dein Papi? Das war verrückt, ne? Nein, es ist verrückt, Kinder. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Schild an einer Wäscherei gesehen. Junggesellen, die ihre Hose in die Reinigung geben, können ihre Bettlaken mit in die Hosentasche stecken. Das ist natürlich, das, wie kürzlich ein Busfahrer angeklagt war, sagt der Richter, bitte, wie konnte es passieren, dass der Bus frontal gegen einen Baum gefahren ist? Und da war sie auch nicht, Herr Richter, ich wollte gerade hin zum Kassieren. Ehrlich, da war... Da hat eine Frau an der Autobahn um Hilfe gerufen. Ein Pegelwagen hält an. Sagt der Wachmeister, na, was ist denn los? Sagt der Herr Wachmeister, man hat mich in einem Auto vergewaltigt und da hat man mich rausgeworfen. So, erinnern Sie sich an den Wagen? Ja, sagt sie, das war so ein Gocko 1954. Sagt er, und die Nummer? Einfach herrlich. Kinder, seien wir ehrlich, wie heißt es immer so schön? Nicht alles, was man mit ernstem Gesicht tut, ist seriös und wie er aus dem Urlaub schreibt, liebe Bertha, das Meer tobt und ich muss immer an dich denken. Doch entzückend, ne? Da sagt man, der Richter in einem Prozess so angeklagt, dass sie haben ihre Frau mit einem Golfschläger erschlagen. Sagt ich, ja, Richter, und wie viele Schläge? Das ist nicht, muss man, man muss Golfschläger sein. Natürlich, ne? Aber nein, seien wir ehrlich, da hat mal ein Zahnarzt zum Patienten gesagt, Sie haben ja ein Totogebiss. 0-1 ausgefallen, 1-1-0. Nee, das ist wie ein... Wie ein Augenarzt zum Patienten sagt, Sie haben heute Morgen ja ein 4 Minuten alt und Frühstück gegessen. Das sehen Sie an meinen Augen, Herr Doktor? Nein, an Ihrer Krawatte. Freunde, ich bin der Meinung, einige haben sich jetzt schon ganz schön verausgabt. Und obwohl die zweite Halbzeit ja noch vor uns ist. Und ich darf mich trotzdem an dieser Stelle für die erste Halbzeit bedanken. Ich darf mich verabschieden mit einem Zweizeiler. Da endet jeder Grillebrunst, wenn du durch deine Brille grunzt. In diesem Sinne, tschüss, bis daher. So, Freunde, im Märzen der Bauer den Schneefluch einspannt, er setzt seine Äcker mit Viehsalz instand. Er schippt vor der Scheune und streut beim Lokus und flucht auf Plattdeutsch, wo bleibt der Krokus? Ja, Freunde, ihr merkt es, ich muss einen Übergang schaffen. Von draußen vom Lande komme ich her und ja, ich wohne ja auch draußen. Ich wohne ja auch draußen ein bisschen auf dem Lande und ich wohne in einem Dorf, also so kann ich euch sagen. Bei uns fahren sogar die Zigeuner schneller, also ehrlich. Ja. Wir drücken ja den Mond bei uns auch mit der Stange hoch und dann, Sie wissen, ehrlich, wir sind ein ganz modernes Dorf. Bei uns ist neulich sogar eine Frau beim Gardinenbügeln aus dem Fenster gefallen. Aber hallo, das kann ich euch sagen. Bei uns aber echt noch Landwirtschaft, aber so.
Bei uns ein Bauer, der hat sogar eine Geflügellockmaschine, die sagt immer, komm Puter, komm Puter. Aber hallo, wir haben ganz schneller. Ehrlich. Ganz modern, der hat sogar Batteriehühner mit Netzanschluss. Also der hat, ehrlich, damit seine Pflaumen immer schön blau werden, begießt er seine Bäume immer mit Korn. Also der macht ja, ehrlich, der hat neulich einen Briefkasten mit dem Fergel gekreuzt, hat jetzt ein Sparschwein. Also ehrlich, der hat neulich, pass auf, sag mal ruhig, der hat neulich einen Specht mit dem Storch gekreuzt. Das ist ein Sporch, nicht? Der klopft ja an, wenn er die Kinder bringt. Und der hat. Ehrlich. Dieser Bauer, das ist eine Kanone. Neulich hatte er einen schweren Unfall. Beim Milchtrinken hat sich die Kuh auf ihn gesetzt. Ehrlich. Und dann hat er ja ein Hobby. Der geht ja sehr gern auf die Yacht. Also als Treiber haben sie den schon 20 Mal angeschossen. Kinder, das Blei im Körper macht dem gar nichts aus. Nur beim Schwimmen hat er immer Schwierigkeiten. Da hat er, pass auf, dann hat mal ein anderer Jäger zu ihm gesagt, du, ich glaube, mein Gewehrlauf ist nicht ganz gerade. Sag mal, gib mal her den Apparat. Der guckt vorne in den Lauf rein und sagt, so, nun lass mal ganz langsam zwei Schuss kommen. Mit. Jetzt sieht er aus wie so ein Torero, also der stiert so und der ist jetzt echt, also der ist mit den Augen nicht mehr gut zu Fuß. Er behält ja sogar beim Schlafen die Brille auf, der will ja sehen, was er träumt, nicht? Ehrlich, neulich hat er auf der Yacht eine Wildgans abgeschossen, ich gucke noch das Etikett Deutsche Lufthansa, also ehrlich. Das ist ein Typ. Verrücktes Huhn, also heiß duschen gibt es bei ihm nicht, nicht? Sonst beschlägt der Spiegel. Also der ist ehrlich, so eitel ist er, aber finanziell in den besten Jahren. Ich sag mal, jetzt irgendwie fährt dein Rolls Royce, sondern Rolls Royce, den fährt man nicht, den hat man. Nicht? Ehrlich, damit der morgens nicht verschläft, stellt er sich immer weg, Gläser auf den Nachttisch. Nicht? Frühstücken tut er immer mit seinem Kanarienvogel, nicht? So nach dem Motto, ich ein Körnchen, du ein Körnchen. Ja, und wenn die genug haben, dann fangen sie beide an zu singen, nicht? Das ist ehrlich. Und er hat ja, Kinder. Ehrlich, er hat ja, Kinder, ihr glaubt es nicht, aber der hat immer ein Lied auf den Lippen. Der hat ja so ein kleines Transistorgerät in der Jacketkrone. Und ja, nur verrückt, sagt er neulich zu mir, du, mein Hund lügt wie gedruckt. Ich sag, das glaube ich nicht, doch. Sagt er, guck hier, Pfiffi, wie macht die Katze? Sagt er, wow, wow. Ihr glaubt das nicht, was der Mann auch schon alles gemacht hat. Eine Zeit lang war er in Hamburg Animiergeiger in einer Pizzabäckerei. Nee, da sagt er zu mir, weißt du eigentlich, was Pizza auf Deutsch heißt? Ich sag, nee, Mafia-Torte. Und der hat in Hamburg mal, damals hat er an der Landungsbrücke gestanden, an der Elbe. Und hat immer so ein Kleidungsstück nach dem anderen in die Elbe geworfen. Hat ihn einer beobachtet und gesagt, was machen Sie denn da für einen Blödsinn? Was heißt hier Blödsinn? Ich bin Deutscher und da drüben steht auch Deutsche Werft. So, ehrlich, Kinder, der. Das ist verrückt, ne? Ehrlich, Kinder. Ihr gebt mir recht, der ist zu dumm zum Bier holen, du, ehrlich. Fällt hin und verbiegt das 5-Mark-Stück. Ehrlich.
Sagt er zu mir, du, ich war jetzt auf einer Party, aber so stinkt feine Leute, die hatten sogar goldene Toiletten. Ist also Quatsch, natürlich kannst du ja mitkommen. Sagt er, ich komm mit, wir hin, klingeln, Hausfrau macht auf. Sagt, was wollen Sie denn? Sagt er, ich möchte gerne Ihre goldene Toilette sehen. Ruft sie dahin zu Ihrem Mann, Max, komm mal her, ist das Ferkel, das unser Waldhorn gepinkelt hat. Der Bauer, da hat er zu neulich, pass auf, da hat er neulich mal zu einem anderen Bauern gesagt, du weißt doch, mein bester Bulle, weißt du, der war doch jetzt immer so müde, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, weißt du, und jetzt hat mein Veterinär, sagt der Veterinär, was ist das denn? Sagt, das ist so einer, der kein Fleisch essen darf. Pass auf, der hat dem jetzt Tabletten verschrieben und jetzt geht das wieder, wie so ein Kaninchen, das glaubst du gar nicht. Sagt er, wie heißen denn diese Tabletten? Oder keine Ahnung, ich weiß nur, die schmecken wie Lakritzen. Pass auf, jetzt versteht er sich ja mit der Arbeit an der Basis und er ist ja auch sehr glücklich verheiratet. Ja, er hat ja seine Frau schon gekannt, als sie noch gleichaltrig waren und... Hat er neulich zu seiner Frau gesagt, deine Strümpfe werfen Falten und dabei hatte sie gar keine an. Nicht? Seine Frau hat ja jetzt ihr Abitur im zweiten Bildungsweg gemacht. Also ja, die will ihre Stromrechnung lesen können. Und zu Hause bei denen immer solche Stimmung. Da hat es mal in Strömen geregnet. Es klingelt, er macht auf und sagt, aber Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Kinder, der führt eine Ehe, das glaubt ihr gar nicht. Sagt er neulich zu mir, wenn ich dich noch einmal mit meiner Frau erwische, kannst du sie behalten, du. Ehrlich, und die Kinder, die hatten kürzlich sogar Silberhochzeit. Und da hat sie zu ihm gesagt, Schätzchen, ich habe mal eine Frage, hast du mich jemals betrogen? Sagt er, einmal, mein Schatz. Sagt sie, wie gut könnten wir dieses eine Mal jetzt gebrauchen? Wer führt eine Ehe, Kinder? Sei mal mit ruhig. Ehrlich, der, pass auf, der betet jeden Abend vorm Schlafengehen. Lieber Gott, meine Frau ist sehr schön. Ich habe sie sehr lieb, aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe. Das ist ein Typ, kann ich euch sagen, aber hallo. Da habe ich neulich mit ihm zusammen bei uns in der Dorfkneipe gesessen. Sag du, meine Frau hat gesagt, ich soll das Saufen aufgeben, sonst verlässt sie mich. Sag so, ich glaube, du wirst sie sehr vermissen. Ehrlich, und Kinder, der Bursche kann einen Stiefel vertragen, das glaubt ihr gar nicht. Eine Zeit lang war der Stubenälteste im Trinkerheim. Pass auf, da hatte er die Brauereipocken, könnt ihr euch vorstellen. Und da kam der mal nach Hause und sagt zu seiner Frau, gesagt, Schatz, heute haben wir Wettrinken veranstaltet. Sagt sie, Sohn, wer ist Zweiter geworden? Sagt sie, schämst du dich denn gar nicht? Kommst hier voll an wie eine tote Hose und ich hab's im Kreuz. Das ist klasse, mein Schatz, du hast ein Kreuz, ich hab die Fahne, machen wir eine Prozession. Ehrlich, aber Kinder, die Dorfkneipe ist sein zweites Zuhause, aber hat jetzt neuerdings Schwierigkeiten, hat kürzlich in einem Sägewerk. Und da hat er drei Finger verloren, wenn er sich nur 5 Bier bestellt, kriegt er immer nur 2, ne? Da habe ich neulich mit ihm zusammen am Tresen gesessen, ich bestell mir da 3 Sohleier. Was sind das denn für Dinge? Kennst du nicht? Das sind Sohleier. Wozu sind die gut? Das weißt du nicht? Die schmecken mir gut und dann sind sie bekömmlich und dann kriegt man unheimlich Tinte auf den Füller. Ist es wahr?
Ist an der Tür, bestellt sie auch 3 Soleier, klatscht die gegen die Wand. Ich sag, was soll der Quatsch? Also, die ersten schmecken sie mir nicht. Dann sind sie für mich nicht bekömmlich und dann weiß ich gar nicht, wen ich schreiben soll. Kinder, ihr merkt das. Kinder, ehrlich, wenn der Bursche in der Kneipe ist, ist immer Remi Demming. Ich sag neulich zu ihm, hast du dir das Rauchen abgewöhnt? Sagte, wie kommst du darauf? Ja, ich sag, du drückst immer deine Kekse im Aschenbecher aus. Und hat er neulich zum Wirt gesagt, wissen Sie eigentlich, wie Ihr Steak schmeckt? Wie so eine Schuhsohle, die man mit Zwiebeln eingerieben hat. Sagt er, wird toll, was die schon alles gegessen haben. Und da hat er neulich am Tresen gestanden, er steht hier immer gerne, so 20 Bierchen, 20 Körner hat er drin. Der fing an, langsam die Weintrauben mit dem Nussknacker zu öffnen. Ihr könnt nicht. Sagt er, wird wollen sich nicht hinsetzen, soll wir keine Sauferei anfangen hier. Ehrlich, und neben ihm hat so ein Pilot von der deutschen Lufthansa gesessen. Und er erzählte von seinem Job und sagte, es ist einfach herrlich. Immer fliegen, nichts als fliegen, fliegen, sagte ich, kann die Dinger nicht ausstehen. Sagt er, pass auf. Da sagt der Pilot, werden Sie bloß nicht frech. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Wir können unser Geschlecht bis zu Kaiser Barbarossa verfolgen. So, unsere Unterlagen sind bei der Sintflut verloren gegangen. Da hat er neulich zum Wirt gesagt, sagen Sie, Herr Wirt, wissen Sie eigentlich, wo die Eier am heißesten sind? Sagt der Wirt, natürlich, in der Bratpfanne. Sagt er, Quatsch, wer setzt sich mit dem Nacken hintern in die Pfanne? Ich sag, neulich sitzt er da, ich sag, was isst du denn da? Sagt er, Suppe, bist du taub oder was? Ich sag, warum isst du die Suppe denn mit dem Messer? Sagt er, weil die Gabel leckt, Mensch. Pass auf, da. Da sagt er neulich zum Ober, Herr Ober, gibt es hier kein reines Tischtuch? So, da weiß ich auch noch, mein Herr, ich bin jetzt 3 Monate hier. Sagt er, hören Sie mal zu, Sie Heringsbändiger, jetzt bringen Sie mir Geld, ich möchte bezahlen. Er war ja kürzlich sogar auf der Beratungsstelle, er war neulich auf der Beratungsstelle für Alkoholiker. Ja, wollte wissen, ob man zu Karpfen Bier oder Sekt trinkt. Aber hin und wieder, Kinder, hin und wieder hat er dann doch seine Trockenphase. Also kommt er neulich rein in die Kneipe und sagt, ich hätte gern ein Glas Milch. Sagt er, wird aber Spielsachen gibt es hier nicht. Sagt er, reißen Sie sich mal zusammen. Bei mir kommt kein Tropfen Alkohol auf den Tisch. Pass immer auf beim Einschenken. Der und der Alkohol. Kommt er neulich rein und sagt, ich hätte gern ein dunkles Bier, ich bin in Trauer. In der Kneipe, ihr glaubt das nicht, das haltet ihr nicht aus. Kommt einer rein, knallt sich am Tresen, sagt ich, hätte gern ein Bier und einmal die Wirtin. Sagt der Wirt, würden Sie das bitte nochmal wiederholen? Sagt er, ein Bier und einmal die Wirtin, sonst falte ich hier die Bude zusammen wie so ein Akkordeon. Sagt der Wirt, haben Sie schon mal welche in die Fresse gekriegt? Sagt er, schon öfter, aber meistens hatte ich die Wirtin. Aber hallo! Ja, der kann Gäste haben. Da sagt neulich ein Gast zum Ober, sagen Sie, was machen die ganzen Leute an meinem Tisch? Aber mein Herr, Sie haben noch einen Auflauf bestellt. Ein anderer Gast sagt, Herr Ober, ich habe in meinem Leben schon viele vom Fritz gesehen, aber so wenig noch nie. Ein anderer kam rein und sagt, Herr Ober, ich möchte dir einen Tisch zu Weihnachten bestellen. Also da bestellen können Sie, aber abholen müssen Sie ihn selbst. Ein anderer Gast sagt, Herr Ober, ich hätte gern die Karte. Sagt er, eine Karte gibt's hier nicht. Hier, bei uns können Sie alles haben, was Ihr Herz begehrt. Sagt er, gut, dann bringen Sie mir einmal geröstete Ameisenbrüstchen auf Toast. Sag mein Herr, das geht leider nicht, unser Toaster ist kaputt. Ehrlich, und pass auf.
Und da saß ein Pärchen. Und der Ober rief immer in die Ausgabe: einen Mock, einen Schock, einen Mock, einen Schock. Sagt sie: Schatz, was ist denn das? Was redet? Mann, das ist eine Abkürzung, das heißt ein Mock, ein Mocker, ein Schock, eine Schokolade. Ach, sagt sie interessant. Du, jetzt bestelle ich mir mal einen Kakao. Du, das will ich mal. Neulich war, also das muss ich erzählen, das darf ich nicht vergessen. Neulich war bei uns sogar in der Dorfkneipe eine Schlägerei. Und da sagt man immer, auf dem Lande gibt es keine Wirtschaftskriminalität. Und da ruft einer: gibt es denn hier keinen Polizisten? Doch, aber der liegt ganz unten. Und unser Dorfpolizist, das ist eine Kanone, der hat neulich einen Mopedfahrer angehalten und sagt: halt, pusten Sie mal in die Tüte. Da wacht man sich überhaupt nichts getrunken, bin stocknüchtern. Das weiß ich, aber meine Pommes frites sind jetzt so heiß. Ja. Ne? Unser Dorfpolizist, der reißt mit eigener Schere. Ja, der will den Fluchtweg abschneiden. Da hatten doch zwei Ausländer, hatten bei uns im Dorf ein Schwein geklaut. Rein ins Auto auf dem Rücksitz, am Ortsende ist Verkehrskontrolle. Die binden dem schnell so ein Kopftuch um. Nee, Wachmeister hält sie an, guckt rein, sagt: weiterfahren, dreht sich zu seinem Kollegen um und sagt: ich weiß nicht, wie die Ausländer das schaffen, immer die besten Weiber abzuschleppen. Ein anderer Wagen wird angehalten. Sagt der Wachmeister: na, meine Herren, Sie sind voll, nicht? Nee, Herr Wachmeister, für Sie haben wir noch ein Plätzchen frei. War das so interessant? Schlagen Sie mal auf, gehen Sie mal auf dem Strich hier entlang. Sagt er: auf welchen, Herr Wachmeister? Auf dem linken oder auf dem rechten? Also ehrlich, bei uns im Dorf ist immer Stimmung. Unser Bürgermeister hat ja jetzt verboten, dass am Samstagabend Bohnensuppe gegessen wird. Ja, weil die Kirchenmitglieder dann am nächsten Morgen immer die Sonntagsglocken überhören. Und ehrlich, bei uns im Dorf an der Kirche, da steht ein Schild: wenn man diese Kirche betritt, ist man noch lange kein Christ. Man ist ja auch kein Auto, wo man in eine Garage geht. Nee, ehrlich. Hier, unser Pfarrer sagt immer: je kürzer der Rock, desto länger die Beichte. Und die wir haben. Ehrlich, wir haben ja auch einen gemischten Kirchenchor. Die einen können singen, die anderen nicht. Und ehrlich, und bei einer Trauung, da hat der Pfarrer mal zu der Braut gesagt, dass sie stark im Glauben sind, das hoffen wir. Dass sie stark in der Liebe sind, das wissen wir. Und dass sie stark in der Hoffnung sind, das sehen wir. Da saßen zwei alte Muttis in der Kirche, sagt die eine: mein Mann geht immer mit den Hühnern ins Bett. Sagt die andere: so, mein immer mit anderen Weibern. Du. Ehrlich. Ja? Sagt sie: ja, der Pantoffelheld ist am mächtigsten allein. Ja. Da ist mal der Kleine durchs Dorf gerannt. Nicht? Ruft die Mutter rüber: Fritzchen, wo willst du so schnell hin? Sagt er: ins Eros-Center. Platsch, hat ein Ding eingefangen. Der läuft weiter, ruft der Pfarrer: Fritzchen, wo willst du so schnell hin? Ins Eros-Center, Herr Pfarrer. Platsch, hat er wieder ein Ding eingefangen. Sagt: jetzt habe ich die Nase voll, jetzt kann mein Vater seinen Schirm sich allein abholen. Ja. Aber hallo! Der Pfarrer bei uns im Dorf, der hat mal zu seinem Nachfolger gesagt: passen Sie mal auf, Ihre Predigt war gut, die erste, aber wissen Sie, wir haben eine moderne Gemeinde und gestalten Sie Ihre Predigt ein bisschen aufgeschlossener, moderner, fröhlicher. Die Gemeinde wird es Ihnen danken. Natürlich, der Erfolg wird sich einstellen. Am nächsten Sonntag haut er sich vorher ein paar Kurze rein, geht auf die Kanzel und sagt: Tatü, tata, die Post ist da. Na, dann wollen wir mal gucken, was er gebracht hat. Ah, hier ein Einschreibbrief vom heiligen Paulus an die Korinther. Wollen wir mal sehen, was er schreibt. Ne? Sehen Sie, das ist modern. Da hat mal bei uns ein Bauer auf dem Feld gearbeitet, kommt der Pfarrer vorbei und sagt: hör mal zu, heute ist doch Himmelfahrt, sagt er: euer Merkwürden, ich fahre nicht mit. Geht er bei uns?
Bei uns auf dem Dorf? Ich dachte zum Beispiel kürzlich, die hätten das Wasser bei uns auf dem Dorftag rausgelassen. Nee, da war ein Schiff umgekippt mit Löschpapier. Ehrlich. Da haben zwei alte Bauern bei uns am Dorfteil auf der Bank gesessen. Sagte Anne, es geht ungerecht auf unsere Welt zu. Ich hab jetzt gelesen, die Sexrevolution beginnt und wir haben keine Munition mehr. Ehrlich. Und da saßen zwei alte Jungfern auf der anderen Bank und es fing so leicht an zu schneien. Sagt die eine, ja, die armen Vögel im Winter, ne? Sagt die andere, ja, die reichen aber auch, ne? Guck mal, darf ich nur als Beispiel anführen, in den Bergen geht sowas ganz anders vonstatten, ne? Im Frühjahr geht die Senderin auf die Alm, nicht? Im Sommer steigt der Sender nach und im Herbst wird abgetrieben. Guck mal, das. Na, natürlich. Nein, zurück aufs Dorf, pass auf. Da hatten wir neulich Wochenmarkt, da ist Oma an so einen Stand gegangen, an so einen Gemüsestand und sagt zum Verkäufer: Sagen Sie mal, was kostet eigentlich der Salate? So hat der Verkäufer Oma so einen Kopf, 35 Pfennig. Oh, das ist teuer, ne? Sagen Sie mal, wenn ich 10 Stück nehme, was kostet denn? Schau mal, dann würde ich sagen, kriegst du für 25 Pfennig. Nee, ich sage, das ist mir noch zu teuer. Sagen Sie mal, wenn ich den ganzen Salat hier kaufe, was kostet denn? Schau mal, würde ich sagen, kriegst du für 15 Pfennig Stück. Sag Sie, das ist ein Angebot, packen Sie mir mal den ganzen Salat hier ein. Oma, was willst du mit dem ganzen Salat? Hast du im Haus eine Gesellschaft, willst du den essen? Sag Sie, nee, essen will ich den nicht, den packe ich zu Hause ins Bett. Mein Mann pimpert so gern im Grünen. Guck mal, zum Beispiel, unsere freiwillige Feuerwehr hatte kürzlich den Tag der offenen Tür. Aber hallo, und da hat der Bürgermeister gesagt, möge unsere neue Motorspritze den Jungfrauen unseres Dorfes gleichen. Nicht stets bereit, doch nie gebraucht. Und, guck mal, der letzte Sturm bei uns auf dem Dorf, der hat bei einem Bauern das ganze Haus abgetragen, nur nicht die Hypotheken. Und bei einem... Natürlich, und bei einem Bauern, da ist das nachts so heiß hergegangen, da ist die ganze Scheune abgebrannt. Und ja, aber hallo, und da haben die echt Feueralarm gegeben, mit Sirene, mit allem drum und dran. Und Fritz springt aus dem Bett, nicht? Haut sich seine Jacke an, Koppel um Stiefel an und sagt zu seiner Frau, Weib, wo ist mein Helm? Sagt sie, unter dem Bett, aber sei vorsichtig, dass du nichts verschüttest. Naja, bei denen zu Hause muss das aussehen wie bei Louis Tränker im Rucksack. Das ist, ehrlich. Da ist mal der kleine Sohn nach Hause gekommen und gesagt, Mami, hast du ein Foto von dir? Sagt sie, wozu brauchst du das denn? Ja, der Lehrer hat gesagt, ich soll Bilder von Naturkatastrophen sammeln. Da hat neulich die Putzfrau gekündigt. Hat sie gesagt, warum wollen Sie denn uns verlassen? Sagt sie, ich möchte heiraten. So, heiraten. Meinen Sie, dass Sie es denn besser haben? Besser nicht, aber öfter. Nein, Kinder, es ist doch so, die Mädchen von heute heiraten alle sehr jung und dann warten sie, bis der Richtige kommt. Und ich habe ja... Ich habe zum Beispiel gehört, dass mir die Ehescheidung erleichtern will. Ich bin der Meinung, man sollte die Eheschließung erschweren. Ich glaube, da kommt also mehr bei raus. Und zum Beispiel bei einem Scheidungsprozess, da hat der Richter zu der Frau gesagt, sind Sie berufstätig? Sagt sie, nein. Und was ist Ihr Mann? Fabrikant. Sagt er, Kinder? Nein, Handtaschen. Und ehrlich, und die Ehe wurde geschieden, nicht? Sie kriegte den Pudel, er den Wellensittich. Und das Vermögen wurde unter den Rechtsanwälten aufgeteilt. Da kommt neulich einer auf die Polizei und sagt, Herr Wachmeister, meine Frau ist Nymphomanin. Ich möchte sie als vermisst melden. Ich sage, wann haben Sie das bemerkt? Heute Nachmittag, als Sie von der Arbeit kommen, als Sie meine Hose zum ersten Mal allein ausziehen. Und da ist,
ehrlich, da ist bei dem mal der Fernseher zu Hause ausgefallen. Er dreht sich um und zu ihr sagt, hast du was gesagt? Sagt sie, nein, das war gestern. Und kommt er doch zu seinem Arzt und sagt, Doktor, na, sind Sie wieder mit Ihrem alten Leiden hier? Nein, meine Frau wird zu Hause gelassen. Und ehrlich, guck mal, die einfache Frau von heute sagt, ich gehe zu meinem Doktor. Nicht? Die vornehme Frau sagt, ich konsultiere meinen Hausarzt. Nicht? Und das leichte Mädchen sagt, ich gehe zum TÜV. Nicht? Das ist. Nicht? Da hat er mal beim Arzt angerufen und hat gesagt, Herr Doktor, kommen Sie schnell, meine Frau hat Fieber. Sagt er, hoch? Nein, im ersten Stock. Nicht? Der kommt dahin, kommt schon der Ehemann, der schluchzende Ehemann auf der Treppe. Die sagt, Herr Doktor, ich weiß gar nicht, ich sah, Sie sind umsonst gekommen. Sagt er, nicht umsonst, vergebens, mein Lieber, vergebens. Ist das nicht entzückend? Nicht? Kinder, es passieren verrückte Sachen. Da hat doch ein Moped zum anderen gesagt, du siehst gut aus. Ja, ich bin ja auch frisiert worden. Und, verrückt, nicht? Mami, Mami, ich bin doch schon 16, warum darf ich noch keinen BH tragen? Das erkläre ich dir später, Klaus Rüdiger. Da hat, ehrlich, da hat mal der Psychiater zu einem Patienten gesagt, mein lieber Freund, ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, ich konnte Sie von Ihren homosexuellen Neigungen befreien. Sagt er, ja toll, Doktor. Ach, ist das toll, ich bin Ihnen so dankbar. Am liebsten möchte ich Ihnen jetzt einen ganz dicken Kuss aufdrücken. Sagt er, aber, dann werden Sie nicht rückfällig. Eigentlich dürfen Sie nicht mal auf meinem Schoß sitzen. Aber hallo. Das ist ein Thema. Da steht doch ein Süßer vom Richter, der war so warm, der machte einem Durchlauferhitzer alle Ehre und der konnte, ehrlich, der konnte mit der Hand die Hose bügeln. Könnt ihr vorstellen? Na und der Richter fordert ihn auf, nochmal den Tathergang zu schildern. Sagte also, Richterchen, das war so. Es war in einem ganz milden Sommerabend. Die Luft war schwül. Ich machte mit meinem Freund noch einen kleinen Spaziergang. Wir kamen an einen einsamen, lauschigen Waldsee. Der Mond schimmerte durch die Zweige. Die Grillen zirpten. Die Frösche quakten. Auf der Lichtung zeigte sich ein scheues Rehlein. Ein Käuzchen schrie. Sagt der Richter, sofort aufhören, wer soll denn da noch recht sprechen? So, Freunde, es ist wieder einmal soweit. Ich werde jetzt das Weite suchen, hoffentlich finde ich es irgendwo. Denkt immer daran, wer Spaß versteht, weiß auch, was ernst ist. Wer den Kopf schüttelt, sollte sich eher vergewissern, ob er überhaupt einen hat. Ehrlich, ich werde ihn jetzt verdünnisieren. Ich werde zu Hause noch die Katze mit dem Papagei füttern, die wird sie voll Schlaf nehmen. Und ich verabschiede mich nach altbewährter Weise mit Bye-Bye. Güte, das ist ja eine Stimmung heute Abend, also ich bin richtig überrascht. Aber bevor ich das vergesse, ich soll euch schön grüßen von meiner Tante. Sie hat mir eine Karte geschrieben, stand drunter Gruß an alle. Und ja, die macht im Moment Urlaub auf den Salmonellen drüben. Kennt ihr nicht? Das ist eine wunderschöne, also das liegt an der Costa Quanta drüben. Das ist, kennt ihr nicht? Das ist die Gegend, wo der Taifun zur Palme gesagt hat, halt die Nüsse fest, jetzt wird geblasen. Kennt ihr die Ecke nicht? Eine wunderschöne Gegend und Kinder, sie will ja, ehrlich, sie will ja abspecken, also
Dabei ist sie jetzt schon so mager, also mit dem zweiten Bauchnabel würde sie aussehen wie eine Blockflöte. Also ehrlich gesagt, ja. Letzten Urlaub war sie in der Lüneburger Heide auf Störfang. Da war was los, hat sie gesagt, ich habe den ganzen Urlaub vor der Röhre gesessen. Ich sag, das ist ja auch viel schöner als Fernsehen. Also die Frau, ehrlich, also die hat ja... Kinder, die hat ja auch einen ganz harten Job hier auf der Herrentoilette, also das ist ja ehrlich. Ganz, da wirft ja keiner mehr was auf den Teller, weißt du, die überweisen ja alle per Dauerauftrag. Ja, ehrlich. Kürzlich hat sie ihr bösen Ärger mit dem Chef gehabt, bei der Inventur fehlten zwei Haufen, da war was los. Pass auf, nur hat ihr Hausarzt hat ihr erst Luftveränderung verordnet. Nur arbeitet sie, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommt, in der Damentoilette. Nicht? Also das ist schon... Die Frau ist echt interessant. Die ist so interessant, sagt sie neulich zu mir, als ich heute Morgen im Hemd da stand, klopfte es. Ich sag, wieso, ans Hemd? Sagt sie, nein, an die Tür. Ich sag, seit wann hast du eine Tür im Hemd? Also das ist... Aber schön heute Abend. Wir wollen ja nur, Kinder, wir wollen ja nur langsam eine Familie werden heute Abend. Ich muss mich langsam an euch rantesten, aber ihr merkt es schon heute Abend, wieder eine Luft zum Zerschneiden. Also ich weiß, also immer wenn ich transpiriere, komme ich so ins Schwitzen. Ich weiß ja, ob euch das auch so geht. Aber der Laden ist schön. Wir sind ja einmal im Jahr hier zusammen, ein wunderschön, auch ganz sauber hier. Und ich habe schon gemerkt, hier schmeckt alles nach Seife. Also hier gibt es ja auch. Und ja, die verkaufen hier ja auch Strumpfhosen, habe ich habe auf einem, ja, so ein Schild auf dem Tisch gesehen. Edelzwicker, 4,50 €. Nee, ist schon ein schöner Laden. Ich habe vorhin eine Rinderzunge gegessen, die war also so frisch, mit der konnte man sich noch unterhalten. Also, ehrlich, also... Ja, Kinder, ihr habt's gut. Ihr habt's gut, ihr braucht nur zu lachen, aber kommt mal auf so einen Blödsinn, nicht? Und, Kinder, ja, ehrlich, und ich muss es heute... Ich muss es heute Abend mal ganz deutlich sagen, Kinder. Ich muss es deutlich sagen, ich bin kein Rudi Carrell. Ich bin auch kein Hänschen Rosenthal. Aber das eine könnt ihr mir glauben, ich bin auch kein Kuhlenkamp. Und natürlich, Kinder, das ist wichtig. Ich komme ja gerade von einer Veranstaltung in Bad Meniskus drüben. Das ist auch eine sehr schöne Ecke. Ich wollte den Termin erst absagen. Also die Veranstaltung sollte stattfinden in einem Lokal mit Weinzwang. Und das ist ja für mich als Humoristen wirklich der Richtige. Nee? Denn ich arbeite, Kinder, ich arbeite lieber manchmal vor leeren Stühlen als vor leeren Gesichtern. Und das natürlich, also Kinder, und das war ein Einladen. Ich kann eine Veranstaltung gestern, es war irre. Muss ich euch schildern, ein Saal wie hier, Stimmung wie hier, Leute nett wie hier, alles. Pass auf, und da der Kellner kam von da hinten, muss ich euch schildern, pass auf. Der kam, also der war auch nur Kellner geworden, weil sein Augenarzt gesagt hat, er soll Gläser tragen. Pass auf, und der kam. Er kam von da. Und als er in der Mitte vom Saal war, da sagt doch ein Gast aus dem Publikum, bring dem Fips Asmussen mal ein Glas Sekt drauf. Das war gestern Abend, wunderschön. In Bad Meniskus, solcher Veranstaltung. Saal wie hier, Leute wie hier, der Kellner kam von da, weißt du? Als er etwa in der Mitte, da sagt er doch, ein Gast aus dem Publikum sagt, bring dem Fips mal ein Glas Sekt drauf. Das war gestern Abend, so eine Stimmung wie hier, Saal, alles genau wie hier. Weißt du, der Kellner kam von da. Nun möchte ich wissen, wie lange ich hier noch durzen muss. Das hat aber gedauert, Mensch. Kinder. Ja. Freunde, ich erhebe mein Glas mit dem alten Trinkspruch. Ich bin klein, mein Herz ist schmutzig, ich könnte schon wieder. Ist das nicht putzig? Kinder, eigentlich... Eigentlich bin ich ja trocken, seitdem ich Pampers nehme. Und nein, aber wirklich gestern, ich muss es erzählen, eine sehr dufte Veranstaltung. Das war ein Ball der Arbeitslosen.
Und man sagt immer, den Arbeitslosen geht das heute so schlecht, das ist überhaupt nicht wahr. Die hatten da ein kaltes Buffet. Alles, und nach dem Motto, etwas Warmes braucht der Mensch, weißt du, unwahrscheinlich. Pommes frites in Kartoffelbrei, wunderbar. Sperrmüll im Schlafrock. Ein schönes, abgehangenes Eigelb, wunderschön. Zwei Kapellen spielten zum Tanz, es war on. Eine riesen Tombola, erster Preis, ein Arbeitsplatz. Kein Aas hat ihn losgekauft, aber so, Kinder. Kinder, und nach der Veranstaltung habe ich noch ein klein bisschen am Tresen gesessen, so auf die Gage gewartet, das ist ja heute üblich, weißt du? Ich habe da meine Herztropfen zu mir genommen, so die zwei Phasenreiniger inhaliert, ihr kennt das, also einen halben Liter Kräutertee vom Fass, also das war alles ein Stück, also wunderschön. Und da habe ich noch einen alten Bekannten getroffen, und dem, pass auf, wir haben einen Augenblick Zeit, pass auf, kann dem gar nicht erzählen. Das ist ein ganz irrer Typ, also den habe ich vor vielen, vielen Jahren in meiner Stammkneipe mal kennengelernt. So ein Typ, wir haben so am Tresen gesessen, weißt du, eher so ein paar Barhocker weiter. Ich sage zu ihm, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Wirt zu mir, aber Pips, mach doch keinen Ärger hier, was soll denn das? Ich sag, nach ein paar Minuten, du hast ein Gesicht wie ein Arsch. Sagt der Pips, wenn du das nochmal sagst, dann fliegst du raus, ich will dir keinen Ärger haben. Nach ein paar Minuten setzt er seinen halben Liter an. Ich sag, na, machst du dir einen Einlauf? Kinder, und von dem Moment an waren wir die besten Freunde. Er ist ja... Also ein ganz toller Typ, ich kann von ihm erzählen, pass auf, er steht in der Blüte der Arterienverkalkung, also er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen, also er steht, ja, er steht kurz vor der Notschlachtung, also er hat ein Gesicht wie ein 5-Mark-Stück, also man kann es auf 57 ziehen, ihr kennt das, also ja, und wo andere eine Taille hat, hat er diesen Mollenfriedhof, diesen Whisky-Friedhof, ihr kennt das, also, aber seine Frau sagt immer, es ist schön, wenn ein Arbeitsloser ein Dach über den Kopf hat, nicht? Und, ja, hat... Ja, Kinder, er hat... Kinder, ehrlich, er hat das Temperament einer Schlaftablette, also... In dem geht nur etwas vor, wenn er eine Uhr verschluckt hat, nicht? Und er hat... Ja... Sagt er so zu mir, hast du eigentlich keinen Hintern? Ich sag doch. Sagt er, warum riechst du denn so aus dem Mund? Also der hat... Also ehrlich. Kinder, der Typ ist wie ein Panzer. Breit fahren, schmal denken. Also ehrlich, das ist... Ehrlich. Steigt er neulich in einen Bus voller Neger und sagt zum Fahrer, hat es hier gebrannt oder so? Also der... Sagt er, pass auf. Sagt er neulich zu mir, du, ich wollte im Urlaub jetzt Wellen reiten. Sagt er, glaubst du, das Pferd wollte ins Wasser? Also, er wollte ja eigentlich Urlaub in Sicht machen. Er hat im Radio gehört, schönes Wetter in Sicht. Und, ja, Kinder, er war ja auch mal bei uns in der Gemeinde, war eine Zeit lang, also war er Pfarrer, also Himmelskomiker, oder wie sagt man heute, also... Er war so ein richtiger Kanzelspringer, also er war, ja, er hat damals schon immer gesagt, die Kirche ist der ADAC fürs Jenseits. Er hat ja immer schon, und ja, aber da hat er damals böse Schwierigkeiten gekriegt, weil er immer gesagt hat, also die 12 Apostel sind eine Räuberbande, und da hat er ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja damals in der Zeit als Pfarrer, wollte er auch mal was über die Grenze schmuggeln, so Kaffee, weißt du, und hat er sich so ein Kilo in den Arm getan. Hat der Zöllner gesagt, na, Hochwürden, auch etwas gekauft? Sagt er, ja, mein Sohn, 2 Kilo Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Kinder. Und, er ist schon ein verrückter Typ, das hältst du echt im Kopf nicht aus mit dem Film. Also, wenn der nach Grönland schreibt, nimmt er gefütterte Briefumschläge. Also, der ist, ehrlich.
Der hat zum Beispiel jetzt gehört, dass man Obst nicht ungewaschen essen soll. Jetzt nimmt er vorher immer ein Bad. Also der, also ein, ehrlich. Das ist ein richtiger Kreuz- und Querkopf. Also Kinder, der ist nicht dumm, der weiß nur wenig. Also, der hat seinen Kopf nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Also damit die Krawatte nicht drüber rutscht. Also der ist, also ehrlich, auch beim Essen guckt er ja in den Spiegel, er will ja sehen, wie es ihm schmeckt. Also der ist, also ehrlich, seine Anzüge häkelt er sich selbst. Also der hat neulich mal ein Verkäufer zu ihm gesagt, möchten Sie den Anzug auf Taille? Sagt er, nein, auf Raten. Also ehrlich, wenn er ein Loch in der Hose hat, isst er Schokolade. Er sagt, die stopft. Ja. Und, ja. Sagt er neulich zu mir, kommst du mit in die Lotus-Bar? Ich sag, nee, da geh ich nicht rein, du, das ist ja ein Lokal für Fernfahrer und Nutten. So, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Meine Frau trinkt da manchmal einen Kaffee. Ich sag, was für ein Laster fährt denn deine Frau? Also, das... Und der ist ja... Ehrlich, der ist ja auch so geizig. Also ein Fernglas kauft er sich nur in schwarz-weiß, weißt du, da ist er also ganz... Wenn sein Hemdkragen zu eng wird, lässt er sich die Mandeln rausnehmen. Also er ist ja nur... Sagt er neulich zu mir, du, weißt du eigentlich, wie heißt Postbote ohne O? Ich sag, bis bitte. Sagt er, nein, Briefträger. Also das ist... Sagt er, du, ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft, die kann ich ruhig verlieren. Die hat einen eingebauten Sucher. Weißt du, und mit der Kamera war ich jetzt, das kann ich dir erzählen, war ich jetzt unten in Afrika, in der Wüste, in einer Gegend, da war vor mir noch kein Europäer. Du glaubst es nicht, plötzlich vor mir Marokkaner, hinter mir Marokkaner, links Marokkaner, rechts. Du sagst es. Ich sag, was hast du gemacht? Sagt er, ich hab den Teppich gekauft. Also, das ist ein verrücktes Tun, das hältst du im Kopf nicht aus. Also, sagt er, ich hab mir jetzt ein Elektroauto gekauft, 2000 Mark. Ich sag, billig, ja, aber die Verlängerungsschnur hat 40.000 gekostet. Also, das hat ja. Kinder, der hat ja auch beim Fernsehen immer einen Spaten dabei. Nicht, wenn mein Kanal ausfällt, kann er sich sofort einen neuen schaufeln, weißt du. So, seine liebsten Sendungen im Fernsehen sind ja Einsatz in Manschetten und dieses Prost und Contra, kennt ihr dies? Und sonnabends, so Musik im Strumpf und diese Sachen sieht er sehr gerne. Er sagt aber sonst nur Sex und Gewalt im Fernsehen. Ich kann keine Gewalt mehr sehen, sagt er. Und er hat ja... Der sitzt regelmäßig abends vom Fernseher, beißt ins Bier, nicht trinkt seine Zigarette, schnippt die Nüsschen in den Aschenbecher, also ehrlich. Außer seinen Fernseher hat er noch nichts Vernünftiges angestellt. Also der ist ehrlich, sagt er neulich zu mir, weißt du eigentlich, was man mit 1000 Nullen machen kann? Ich sag, nee, sagt er ganz einfach, 500 Toilettentüren beschriften. Also der ist, ehrlich, der hat ja jetzt... Kinder, der hat ja, ehrlich... Der hat ja jetzt auch eine echte Marktlücke entdeckt. Der ist ganz geschäfts... Der verkauft jetzt rauchloses Feuer an Indianer, die nicht mehr miteinander reden. Ehrlich. Und ich war neulich in seinem Laden, du. Und ich wollte ihn mal besuchen. Ich wollte mal sehen, wie es da läuft. Und ruft gerade der Filialleiter an von seiner Sparkasse und sagt, Sie stehen bei uns mit 20.000 im Minus. Also, da würden Sie mal nachgucken, was Sie vor 4 Wochen hatte. Ja, so, dann haben Sie 5.000 im Plus. Sagt er, sehen Sie, habe ich Sie da angerufen. Nee? Ich sag zu ihm, wie läuft denn dein Geschäft eigentlich so? Och, sagt er, weißt du, morgens ist nicht viel los, nachmittags lässt es etwas nach und abends ist wie abgeschnitten. Ich sag, hast du heute schon was eingenommen? Sagt er, ja, eine Aspirin. Sagt er, aber ich habe mir jetzt einen neuen Tresor gekauft mit Zahlenschloss. Alle Ziffern sind 5, ich verrate nur nicht, in welcher Reihenfolge. Also da... Sagt er, aber meine Steuern, sagt er, bezahle ich immer mit dem Lächeln. Das Dumme ist nur, das Finanzamt will Geld sehen. Nicht? Das ist also, ja, er ist echt vom Schmetterling gebissen. Er ist also ein richtiger Fuchs, also nicht so schlau, aber so stinkig. Und der, ehrlich, wenn man dem die Hand gibt, muss man immer die Finger nachzählen nachher. Und der, ehrlich, er grüßt nur mit links, weil er rechts die Keule trägt. Also er war ja auch mal Übersetzer in München, obwohl er gar kein Bayerisch kann, nicht? Und der ist echt, ja, sagt er neulich zu mir, weißt du eigentlich, warum Pferd heißt? Ich sag, nee, keine Ahnung. Weil es auf der Erde läuft, wenn es in der Luft fliegen würde, dann würde es ja Pfluft heißen. Nee, das, ehrlich, ein ganz cleverer Typ, von ihm stammt ja auch die Kloschar-Nummer. Sie macht eine Brücke, er legt sich drunter und schläft.
Also ehrlich. Und ja, Kinder. Seine Frau ist ja so wollüstig, also die strickt jeden Tag einen Pullover, also die. Das einzig Echte an ihr sind die dritten Zähne, also der. Er sagt manchmal, also was meine Frau sich so manchmal ins Gesicht spachtelt, also dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen, also ehrlich. Und er sagt ja jetzt auch immer wieder, ich stehe nur noch auf Teenager. Ich sag, warum das denn? Ja, die wissen doch nicht, dass es zum zweiten Mal auch noch geht. Und er hat aber seiner Frau jetzt zum Geburtstag so ein schönes chinesisches Schlafzimmer geschenkt, also dreiteilig, ne? 2 Hängematten, ein Mao-Bild mit Trauerrand. Und ja, kommt sie neulich mit dem Mantel nach Hause, guckt er sich das Etikett an und sagt, dann möchte ich wissen, wie viele Polyester dafür wieder sterben mussten. Ne? Also das, ehrlich, der Bursche ist, also ehrlich, der hat ein Gedächtnis wie ein Emmentaler. Wo die Löcher sind, ist das Wesentliche, nicht? Er sagt, er, neulich wollte ich meinen Kummer ertränken. Glaubst du, meine Frau wollte ins Wasser? Also der nur. Da hat er neulich abends zu seiner Frau gesagt, du Liebling, ich gehe eben noch mal in meine Kneipe, trink 2 Bier, bin um 10 wieder da. Sagt sie, meinetwegen, aber verwechsel die Zahlen nicht. Also der. Ehrlich, er hält sich echt mit Alkohol über Wasser. Er sagt ja immer, also Wasser hat mehr Menschen umgebracht als Alkohol. Denk nur mal an die Sintflut. Nicht? Ehrlich. Natürlich. Nicht? Er hat jahrelang, sein Leben lang Alkohol getrunken. Jetzt hat sein Arzt gesagt, er hat Wasser in den Beinen. Also, sein Arzt hat neulich zu ihm gesagt, trinken Sie, sagt er, nein. Rauchen Sie, sagt er, nur wenn ich besoffen bin. Sagt er, wie viele Bierchen trinken Sie denn so am Tag? Sagt er, oh, Herr Doktor, so 25 bis 30, klasse. Und dann gibt es wieder Tage, da kriege ich einfach nicht genug. Also das, ehrlich. Sagt er, wenn Sie so weiter saufen, sagt der Doktor, dann werden Sie nicht alt. Sagt er, das weiß ich, Alkohol hält jung, Herr Doktor. Sagt er, darf ich denn Silvester wenigstens noch ein Gläschen Sekt trinken? Sagt er, trinken dürfen Sie, aber worauf wollen Sie denn noch anstoßen? Das ist, ne? Er hat ja, ehrlich, deshalb hat er seinen Führerschein ja auch von der Caritas. Und er fährt seinen Wagen ja auch nur aus Präservativgründen. Er hat ja mal die Scheibe runtergedreht und dann hat gesagt, Herr Wachmeister, wo bin ich? Sagt er, auf dem Bismarckplatz, hat er keine Einzelheiten, in welcher Stadt? Also, der war nicht voll, der war hochachtungsvoll und sagt der Wachmeister, haben Sie getrunken? Sag ja, Wachmeister, eine 0,7 Flasche Wodka und 0,8 sind noch erlaubt, oder? Sagt der Wachmeister, so, dann pusten Sie mal. Sagt er, gern, wo tut's denn weh? Das ist, ne? Der und Autofahren, das hältst du im Kopf nicht aus. Ich sag neulich, wie schaffst du das eigentlich, bei jedem Wagen das Getriebe kaputt zu fahren? So, der weiß auch nicht, ich fahr ganz normal, ersten Gang bis 40. Zweiten bis 60, dritten bis 100, vierten bis 140 und dann schalte ich ein R in den Rallye-Gang. Zauberhaft. Hat er neulich mal zum Arzt gesagt, Herr Doktor, ich krieg beim Autofahren immer so starke Bauchschmerzen. Ja, sagte, Sie fressen zu viele Kilometer. Das ist, ja, genau. Und nach dem Kneipengang wollte er noch so eine Alkoholverdunstungsstunde einlegen. Und hat so die Abkürzung über den Friedhof genommen und ist so mit lallenden Füßen und stolpernder Zunge in so ein frisch geschaufeltes Grab rein, weißt du? Ne? Und schreit, Hilfe, Hilfe, kommt ein Penner und sagt, na, haben Sie dir den Sarg geklaut? Oder? Er hat ja. Er arbeitet ja auch nur mit eigenem Psychiater, hat einen richtigen eigenen, also er sagt, das sind ja diese Ärzte, die kein Blut sehen können. Nicht? Und sagt der Herr Doktor, können Sie meine Persönlichkeit spalten? Ich bin abends immer so allein. Worauf führen Sie denn Ihre Kontaktschwierigkeiten zurück? Sagt er, das sollst du doch rausfinden, du Arschloch. Die haben ja auch, Kinder, die haben ja zu Hause schon 3-mal die Scheidung verschoben, weil sie nicht aus dem Bett rausgekommen sind. Und da hat der Scheidungsrichter mal gesagt, sagt er, hören Sie mal zu, warum haben Sie Ihrer Frau denn kochenden Kaffee ins Gesicht geschüttet?
Sagt Herr Richter, das war ein Versehen. Wissen Sie, ich wollte ihr eine Kusshand zuwerfen, hab vergessen, vorher die Tasse aus der Hand zu nehmen. Sagt er, so gnädige Frau, Sie behaupten also, Ihr Mann habe Sie mit einem Eichenknüppel auf den Kopf geschlagen. Woher wissen Sie, dass das ein Eichenknüppel war? Sagt sie, das höre ich am Klang, Herr Richter. Sagt der Richter, stimmt das, Angeklagter? Stimmt das wirklich? Haben Sie Ihre Frau mit einem Eichenknüppel auf den Kopf geschlagen? Das stimmt, Herr Richter, aber die krummen Beine hatte sie schon vorher. War es eine Affekthandlung? Nein, ein Gemüseladen. Also, sagt er zu ihm, warum wollen Sie denn wirklich scheiden lassen? Ja, sagt der Richter, meine Frau ist faul und schlampig. Jede Nacht, wenn ich nach Hause komme von der Schicht, finde ich Krümel im Bett. Sagt er, das ist unangenehm, aber das ist noch lange kein Grund zur Scheidung. Und Sie, gnädige Frau, sagt der Richter, ich finde meinen Mann einfach grob und ungebildet. Wie kann er meinen besten Freund Krümel nennen? Also, da hat sie mal mit Lockenwickler aus dem Fenster geguckt und draufgerufen, Tante, kriegst du da auch das dritte Programm? Hat sie mal zu ihm gesagt, Schatz, als ich heute Morgen aus dem Fenster schaute, graute der Morgen, sagt er, dem Morgen, mein Schatz, dem Morgen. Und eines Tages hat sie dann gesagt, Schatz, ich halte es nicht mehr aus, ich springe aus dem Fenster und nehme den Hund mit, sagt er, der Hund bleibt hier. Das, ehrlich. Und sagt er, eines Tages ist meine Frau nun doch weggeblieben. Ich sag, warum ist sie denn gestorben? Ja, sagt er, die wollte Energie sparen, hat ihren Herzschrittmacher auf halbe Kraft geschaltet. Der Tod hat sie im Schlaf überrascht. Ich sag, dann weiß sie ja noch gar nichts davon. Aber weißt du, sie wollte zu Lebzeiten immer so gern mal nach Venedig. Weißt du, nun habe ich sie in Venedig beisetzen lassen. Beerdigung für ganz arme Leute, dritter Klasse. Pfarrer und Sarg in der Gondel, die Trauergemeinde musste schwimmen. Ja, aber jetzt ist der Junge schon wieder ganz oben aus. Jetzt lebt er schon wieder in vollen Zügen. Nicht? Er sagt immer, nicht um alte Liebe trauern, froh auf neue Triebe lauern. Denn heute hat er wieder echte Sprüche drauf. Er sagt ja immer nicht, alles was ein Loch hat, ist kaputt. Und er hat ja echt... Ich sag zu ihm neulich, wann hast du das letzte Mal ein Mädchen geliebt? Sagt er, übermorgen ist es 3 Tage her. Also der... Neulich wollten ihn mal 3 Mädchen auf einmal verführen. Da hat er sich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, nie war er so wertvoll wie heute. Ehrlich, er prahlt ja immer mit seinen Liebesabenteuern. Ist an sich ganz logisch, alle Invaliden reden gerne vom Krieg. Und dabei... Kinder, ja... Dabei kann man ihn heute eigentlich nur noch als bewegliche Straßensperre verwenden. Also nicht. Ehrlich, den haben sie mal verkehrt gedünscht, zu spät umgetopft. Also, wo andere Männer Hormone haben, hat er Blumenzwiebeln. Und er hat mir jetzt eine Story erzählt, sagt er, du, ich bin jetzt kürzlich, das muss ich dir erzählen, mit meinem Rolls-Royce über den Jungfernstieg gefahren. Also der heißt ja auch nur noch so, also von Stieg keine Spur, also... Genau wie die Spalttablette, die tut man sich ja auch in den Mund. Pass auf, und die hat ja... Pass auf, und am Steuer hatte ich meinen livrierten Fahrer mit Mütze auf, Anzug an, wunderschön. Plötzlich am Straßenrand ein Mädchen wie Milch und Honig. Frisch gewaschen, 3-mal geimpft, nie gebraucht, von Beate Use eingekleidet. Sie trug ein wunderschönes Kleid. Ein französisches Modell, Quartierlatrin, eine wunderschöne Toilette. Ich ließ stoppen, lud sie ein ins Hotel 4 Jahreszeiten. Wir dinierten fürstlich, Kaviar, Austern, Gelee in Aspik. Als Dessert ein offenes Hühnerbein mit Puderzucker. Hinterher ein Tässchen warmer Margarine mit Cornflakes. Ich habe eine Suite gemietet, Spiegel über dem Wasserbett, man wusste morgens gar nicht, wie man sich rasieren sollte. Ich habe ihr einen Brillantring gekauft, 5,8 Atü. Wir haben eine Flasche Concours-Brause gesoffen.
diesen Shampoos. Und ich habe sie geliebt. Dreimal. Anschließend bin ich aufgestanden, habe meine Haare gekämmt und aufgesetzt. Bin ans Telefon gegangen und habe im Geschäft angerufen und gefragt, ob noch alles in Ordnung ist. Und nun frage ich dich, bin ich ein vitaler Typ? Bin ich ein toller Hecht, ein Draufgänger in meinem Alter? Ich sage, hör mal zu. Ich glaube dir den Rolls-Royce, ich glaube dir den Fahrer. Ich glaube dir das Mädchen am Straßenrand, ich glaube dir das Hotel 4 Jahreszeiten, ich glaube dir die Austern in Kaviar, ich glaube dir das Wasserbett, ich glaube dir den Spiegel, ich glaube dir den Shampoo, den Brillantdrink. Aber die dreimal, die glaube ich dir nicht. Als du das noch konntest, da gab es noch kein Telefon. So, Freunde. Wir wollen nun diese erste Halbzeit, nachdem wir uns ein klein bisschen aneinander gewöhnt haben, beenden. Und ich habe da eine kleine alte Bauernweisheit für euch. Wer nie sein Schrot im Bette fraß, hört nie die Jungsau quietschen. In diesem Sinne. Bis dann. Dankeschön, Freundin. Danke, danke, danke. Danke. So, ich möchte diese zweite Halbzeit beginnen mit einem Loblied auf dieses Haus, der die Berge hat begipfelt und die Buben hat bezipfelt und die Mädchen hat gespalten, der möge dieses Haus erhalten. Aber ihr merkt es wieder sehr spaßig heute Abend hier und dabei sagt man immer, ein Deutscher hätte keinen Humor, er lacht nur auf dem Dienstweg. Kinder, ich habe nichts gegen Beamte, die tun ja nichts und komm mal bei uns im Finanzamt, die Beamten haben jetzt sogar die 35-Stunden-Woche bei uns, nur die sind jetzt immer müde, also denen fehlen 5 Stunden Schlaf. Ja, ich merke, das Finanzamt ist heute Abend zahlenmäßig sehr stark vertreten. Bei uns im Finanzamt hängt im Eingang ja ein Schild, geöffnet, wir bitten um Verständnis. Das ist... Nee, aber schön heute Abend, Kinder. Also ich muss es immer wieder sagen, das sind Sachen, die hält man einfach im Kopf nicht aus. Ich habe ja eben mit dem Wirt vorne noch ein paar Worte geplaudert. Der Mann hat ja auch seine Sorgen. Er sagt, ich kann dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, ich habe mir ein Ferienhaus gekauft. Nicht? Und Kinder, unsere Zeit ist verrückt, ganz anders als früher. Nicht? Früher hatten wir Ruhe, Ordnung, Sauberkeit. Das haben wir heute Donnerstag. Guck mal, so haben sich... Nicht? Guck mal, ein Bekannter von mir, der hat sich jetzt das Rauchen abgewöhnt. Die letzte Zigarette hat an der Zapfsäule ausgedrückt. Und seine Frau hat ja früher immer schon gesagt, einen Raucher zu küssen ist genauso, als wenn man einen Aschenbecher ausleckt. Und... Aber ihr merkt es, heute werden sich wieder einige das Rauchen abgewöhnen heute Abend. Ich muss doch auf Küssen umsteigen. Nein, aber Kinder, ihr merkt, der Humor liegt auf der Straße und manchmal kann er einem die ganze schlechte Laune verderben. Und da ist also viel dran. Ich sag neulich zu einem Bekannten, wie fandest du das Wetter heute? Ach, sollte mal die Tür auf und da war es. Nicht? Also ganz... Ja, da hat mal seine Frau zur Nachbarin gesagt, was halten Sie von der Pariser Mode? Sagt sie, überhaupt nicht, ich nehme die Pille. Also das ist, ne? Kinder, der Humor liegt auf der Straße. Natürlich, auf einer Party sagt ein Skelett zum anderen, also irgendwie habe ich jetzt einen toten Punkt. Also irgendwie, ne? Kinder, da ist kürzlich... Der Humor liegt auf der Straße, ich muss darauf zurückkommen. Da ist kürzlich mal ein Fernfahrer mit seinem Laster umgekippt. Auf der Straße lagen 3 Millionen Büroklammern. Und alle Achtung, der Mann ist dabei gegangen, hat sie alle wieder eingesammelt. Bis auf eine. Die hat er nicht gefunden und er hat gesucht und gesucht. Er hat die eine blieb verschwunden. Und ihr merkt, diese Storys, die kommen einfach nicht an. Kein Mensch lacht. Ist nicht so? Das sind Dinge aus dem Leben gegriffen. Kein Aas lacht. Ganz anders, wenn man sagt, alte Männer, denkt daran, geht zur Deutschen Bundesbahn. Ihr werdet dann das Wunder sehen, dass dort sogar die Weichen stehen. Guck mal, das ist... Guck mal, da lacht ihr wieder.
Ne? Genau. Kinder, man lernt heute einfach nicht aus. So wie ich bin immer unterwegs, immer auf Montage, ein altes Thema, ihr kennt das. Ich weiß jetzt, dass ein Archäologe ein Verdauungsforscher ist. Nee? Oder ein Monstrum, das ist doch dieser warme Wind aus den Tropen, das muss man alles wissen. Oder ein Breitschwanz ist etwas für Frauen, die das Besondere lieben. Nee, das ist, ja. Und ein Elefant ist ja auch grau, groß und runzlig, weil man ihn sonst mit einer Kopfschmerztablette verwechseln würde. Nee, das ist, da, Kinder, das ist natürlich, oder was ist das? Ist klein und grün und wird nach 4 Sekunden rot. Das ist ein Frosch in der Mullinex. Nee, das muss, Kinder. Oder kennt ihr den Unterschied zwischen einem Unglück und einer Katastrophe? Ein Unglück ist, wenn ein Schiff mit 1000 Passagieren untergeht. Nee? Und wenn alle schwimmen können, das ist eine Katastrophe, du. Nee, das, ja. Kinder, man lernt nie aus. Nicht? Was sagt zum Beispiel ein Stotterer, der eine Toilette sucht? Toi, 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 toi. Nee, das muss man lernen. Nee? Oder sitzt auf einem Baum und ruft, aha, das ist ein U mit einem Sprachfehler. Muss man alles, Kinder. Hm? Kinder, das... Nee? Natürlich, das, Kinder, das muss man wissen. Oder wisst ihr, was ein Sattelschlepper ist? Das ist ein Cowboy, der von einem Pferd erschossen wurde. Das ist... Da kommt zum Beispiel ein Indianer auf die amerikanische Behörde und sagt, guten Tag, ich möchte gern meinen Namen ändern lassen. Sagt er, wie heißen Sie denn? Sagt er, großer Bulle, der vom Himmel fällt. Sagt er, wie möchten Sie heißen? Plumps. Ne? Genau. Ne? Nein, nein, genau. Das hältst du im Kopf nicht aus. Da hat doch kürzlich in einem Bundesbahnabteil hat ein Herr gesessen, ein ganz vornehmer Herr, hat eine dicke Havanna geraucht. Ihm gegenüber sitzt eine Dame mit einem ganz arroganten Pudel auf dem Schoß. Und sie sagt plötzlich, mein Herr, würden Sie bitte Ihre Zigarre ausmachen? Mein Pudel hat es mit den Bronchien. Sagt er, nein, setzen Sie ran ins Abteil. Die reißt ihm die Zigarre aus dem Mund, wirft die aus dem Fenster. Er schnappt sich den Pudel, wirft ihn hinterher. Die fahren auf den nächsten Bahnhof ein, die beiden gucken aus dem Fenster, setzt der Pudel auf den Bahnsteig, was hat er im Mund? Nein! Die letzte Büroklammer. So, Freunde. Ja, ja. Die Welt ist voller Überraschungen, ne? Wie der Kleine sagt, Mami, warum läuft Opa denn immer im Zickzack über die Wiese? Sagt sie, frag nicht so dumm, lad nach. Also das ist... Pass auf! Da hat die Leiterin... Die Leiterin eines Mädchenpensionats hat eine Packung hochgehalten und sagt, Mädels, wer raucht hier heimlich Blausiegel? Das ist, ne? Da treffen sich dort zwei Cowboys, sagt der eine zum anderen, mein Bruder ist gestern vom Gerüst gefallen. Sagt er, was machte der auf dem Gerüst? Sagt er, man wollte ihn hängen. Also das ist, ne? Da kommt doch ein Mexikaner. Da kommt doch ein Mexikaner von der amerikanischen Behörde nach Hause zu seiner Frau und sagt, endlich sind wir Amerikaner, Conchita. Weißt du, was das für uns bedeutet? Sagt sie, ja, heute Abend spülst du Geschirr, ich lieg oben. Da ist zum Beispiel einer, durch die Wüste geritten auf seinem Kamel und da kommt ihm einmal auf dem Fahrrad entgegen. Der strampelt wie ein Wilder, hat einen Affenzahn drauf. Sagt er, warum rasen Sie denn so? Ich muss ja bei der Affenhitze, ist doch ein Wahnsinn, Menschenskind nochmal. Sagt er, was heißt hier Affenhitze? Wunderbar kühl, wenn ich schnell fahre, habe ich einen starken Gegenwind. Das kühl, was meinen Sie gar nicht, wie frisch das ist? Sagt er, meinen Sie? Sagt er, gute Idee. Der gibt dem Kamel die Spur, nach 2 Stunden bricht das Kamel tot zusammen, guckt sich das Tier von allen Seiten an und sagt, scheiß, erfroren.
Kinder. Und ihr merkt, auf dem Sektor passiert viel. Denkt doch an die beiden Doofen, die mit ihrem Wagen an der Verkehrsampel stehen. Dort eine, guck mal da oben. Ist das ein wunderschönes Abendrot. Da wird ein ganz warm ums Herz. Die Ampel schaltet auf Gelb. Oder guck mal da, ein entzückendes Orange. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Die Ampel schaltet auf Grün. Die fangen hinten an zu hupen. Sagt er, du musst auch hupen. Denen gefällt die Farbe auch so gut. Die Ampel schaltet auf Rot. Sagt er, so, jetzt kannst du fahren. Die Farbe hatten wir schon mal, du. Das, ne? Kinder, wenn man... Es ist doof, aber die Sachen liegen auf der Straße. Man braucht doch heute nur die Zeitungen aufzuschlagen. Dann erfährt man doch die meisten. Es gibt doch heute, ich habe gelesen, es gibt heute nur noch schnelle und tote Fußgänger. Das ist, ja, da ist, Kinder. Nee? Natürlich. Und dass der Verkehr zunimmt, soll an der Pille liegen, habe ich mir sagen lassen. Ist, ja. Da sagt der eine, du, gestern habe ich mein Auto verkauft, heute finde ich einen Parkplatz. Nee, das ist, nee? Nee? Und man spart überall Energie. Ja, man will ja auch nicht mehr alle Autonummern beleuchten jetzt. Und ein Genießer da hinten. Ne? Du hast Liegesitze, gib es zu, oder? Nein, Kinder, man will ja auch den Rhein stilllegen, um Strom zu sparen. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, also der badet nicht, der duscht nicht, das ist ein richtiges Energiesparschwein. Also das, ja, und als Atomkraftgegner verwendet er nicht mal Kernseife, also man, Kinder, man spart überall. Der 29. Februar soll jetzt ja gestrichen werden, der 1. Mai zusammen mit dem 17. Juni auf Himmelfahrt verlegt werden. Also man überall, man muss die Zeitung aufschlagen heute, Kinder, überall, nicht? Ich habe in Venedig singen die Leute immer, obwohl die ganze Stadt unter Wasser steht. Nee, das ist, ja. Ich habe gelesen, Venedig singt und singt, Mainz singt und lacht. Nee, das ist natürlich überall. Ich habe in der Zeitung gelesen, in Florida scheint zum Beispiel an 365 Tagen im Jahr die Sonne. Und das ist eine ganz vorsichtige Schätzung. Nee? In London soll es sogar bei schönem Wetter regnen, also ganz anders. In London haben jetzt die Meteorologen 7 Tage gestreikt, da hatten die eine Woche überhaupt kein Wetter. Da war was los. Nee? Schlag die Zeitung auf! Wettermeldung sind nur die reinste Schauermärchen. Da fragt man sich, ist es die Wahrheit oder schon Journalismus? Nee? Da ist aber natürlich, Geburtsanzeigen erscheinen heute unter Sportmeldung. Ich habe in der Zeitung gelesen, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft soll in der nächsten Saison nur noch aus Lilliputanern bestehen, weil die dann im Sommer im Kühlschrank trainieren können. Das ist aber natürlich. Nee? Kinder, lest mal Zeitung. Ich habe jetzt gelesen, der bekannte Fernsehmoderator Carlos von Sieselmann, der hatte einen schweren Arbeitsunfall. Er ist beim Überfliegen seines Textes abgestürzt. Nee, natürlich. Kann man zum Beispiel denken an diese bekannte Sängerin Kalter Eckstein oder wie die heißt. Die hat jetzt einen Werbevertrag mit Fanny abgeschlossen wegen der Knödelei. Und die, ich habe jetzt eine Fernsehkritik gelesen in einer Presse. Howard Chippendale setzte sich auf einen einfachen Holzstuhl und griff zur elektrischen Gitarre. Warum nicht umgekehrt? Und der hat ja jetzt auch einen neuen Hit auf den Markt gebracht, habe ich gerade gehört jetzt. Das Lied von dem Vater, der sich von der Familie die Haare schneiden lässt. Aber was schert mich Weib, was schert mich Kind, dieses Ding. Und ihr merkt schon, Kinder, man muss heute Zeitung lesen. Es ist so schön. Guck mal, ich habe jetzt gelesen, man wollte der Helga Vettersen das Bundesverdienstkreuz an die Brust heften. Das war ein Gesuche, das kann ich euch sagen. Okay. Die Sophia Loren, die hat jetzt hier auf Sylt Urlaub gemacht, hat in der Nordsee gebadet. Da hat der Golfstrom gesagt, schade, dass ich so warm bin. Natürlich.
Es gibt ja heute Volksschule, es gibt Oberschule, es gibt Realschule, es gibt Berufsschule, Abendschule. Ich habe nur etwas gegen Gesamtschule. Und da fängt das dann an. Das sind doch diese, natürlich, ihr kennt doch diese Brüder. Also sie säen nichts, sie ernten nichts und sie vermehren sich doch. Kennt ihr nicht? Da hat doch ein Süßer vom Richter gestanden. Und da hat der Richter gesagt, Angeklagter, wie konnte es mit Ihrer Veranlagung passieren, dass Sie Nonne von hinten vergewaltigt haben? Sagt der Richterchen. Huch, von hinten sah Schwester Oberin genauso aus wie El Zorro. Nein, es ist schon zauberhaft. Aber Freunde, mir ist ein warmer Bruder immer noch lieber als ein kalter Krieger. Und da, auch der Khomeini kommt ja auch nur so mit Hängen und Würgen zurecht. Und ja, der HSV wollte ihn ja einkaufen, weil er besser köpft als Rubisch. Und ja, der Rubisch ist ja jetzt außer Gefecht, also der hat sich erkältet, weil er im Sturm gespielt hat. Aber Kinder, ihr braucht, ihr wisst, nein. Ihr merkt, man muss die Zeitungen heutzutage nur aufschlagen. Die Sachen bieten sich von allen Seiten an, Kinder. Ich habe gelesen, im Hauptbahnhof hat eine Frau ein kleines bekommen. Nachher hat sie sich noch ein großes bestellt. Ja. Guck mal. Ich habe jetzt gelesen, Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn einer Frau die Lippen zittern, erwartet sie einen Kuss. Meiner Frau zittern immer die Knie. Ich meine, das ist. Nee, das ist ja, Kinder. Es ist. Nee? Ja, guck mal, auch der Handwerkermangel soll ja auf den Massenabiturismus zurückzuführen sein. Und da können wir uns vorstellen, wie das irgendwann mal auszusehen hat auf dem Bau, wenn einer dem anderen so einen Stein rüberreicht und sagt, bitte Herr Doktor, danke Herr Doktor. Nicht? So wird das natürlich, so wird das doch aussehen. Die Technik überrollt uns heute. Hatte kürzlich einen Unfall mit dem Hubschrauber, die war zu kalt, hat den Ventilator abgestellt. Nicht? Also, Bei uns im Schwimmbad haben sie jetzt eine Probe entnommen, da haben die sogar H2O gefunden. Also, ja. Ich habe jetzt gelesen, halt eine Bürgerinitiative hat die Schallmauer eingerissen, die war den Flugzeugen immer im Weg. Und das alles so, natürlich, Kinder. Überall, man braucht das gar nicht. Guck mal, Kannibalen lehnen heute schon die Großstädte ab, zu hoher Bleigehalt. Ne? Ehrlich, da hat ein Reporter einen Kannibalenhäuptling gefragt, was halten Sie von den deutschen Politikern? Sagt der Schmidt, sehr zäh, aber Genscher, gutes Mann, reichen für 3 Tage. Nicht? Das ist. Es ist. Kinder, schlag die Zeitungen auf. Guck mal, in der DDR ist jetzt eine Anzeige erschienen: Tausche Traumreise in die Sowjetunion gegen Trampelfahrt in den Westen. Ein Bekannter von mir ist jetzt zurückgekommen aus der DDR. Ich sage, na, wie war es drüben? Sagt er, genau wie bei uns. Für Westmark kriegst du alles. Das ist natürlich. Drüben in der DDR muss in einer Schlachterei mindestens eine Wurst hängen. Weil man das Geschäft sonst mit einem Fliesengeschäft verwechseln kann. Nicht? Das ist, Kinder, die haben. Natürlich. Die haben jetzt drüben ein neues Warenhaus eröffnet. Weltall. Jeder Griff geht ins Leere. Da ist aber was. Andere sagen, das wäre ein Pornoladen wegen der vielen nackten Regale, weißt du. Aber da hat mal drüben eine Hausfrau zur anderen gesagt, morgen gibt's Schnee, sagt sie, ich stell mich nicht wieder an. Also, ne? Ja. Drüben werden ja auch bei den Schuhen werden die also Absätze immer vorne angemacht, damit die Bevölkerung denkt, es geht aufwärts. Nicht? Und ja, die haben ja. Kinder, die haben ja auch, sag mal, Amelie, ruhig. Die haben ja drüben kürzlich sogar einen Schneidermeister verhaftet, der hat in Ostanzüge Westentaschen genäht. Nicht? Und alles. Guck mal, denk zum Beispiel an diesen Götz von Berliching. Noch ein Begriff, also der hat ja das bekannte Lied geschrieben, ich küsse Ihre Hand, Madame. Und der hat mal den Honecker getroffen und hat sich vorgestellt, mein Name ist Götz von Berliching, ich bin der Mann mit den eisernen Armen. Hat Honecker gesagt, mein Name ist Honecker, ich bin der Staatsratsvorsitzende der DDR, ich bin der Mann mit der scharfen Zunge. Hat Götz gesagt, trotzdem.
Ja, Conny. Die haben ja drüben auch einen neuen Spruch, wer zuletzt lacht, lacht im Westen. Und genau wie die Russen, die haben ja auch diesen bekannten Werbespruch für ihr Land, nicht? Also kommen Sie zu uns, bevor wir zu Ihnen kommen. Ihr kennt das ja. Die exportieren ja auch neuerdings Schweine nach England als Windhunde. Also die Russen haben ja auch jetzt mit der Abrüstung angefangen. Die züchten also nur noch Schildkröten ohne Panzer. Also sind die sehr eigen. Und nach dem Weizenboykott haben die ja selbst Weizen angepflanzt drüben. Aber so, also wie Telegrafenstangen. Nicht so dick, aber so weit auseinander. Ne? Aber Kinder, ihr merkt es, man braucht heutzutage nur die Zeitungen aufzuschlagen, obwohl es dann wieder Leute gibt, die wissen alles. Dagegen sind selbst Informationen sinnlos. Nee, das natürlich. Ich habe zum Beispiel in der Zeitung gelesen, die Chinesen machen gern Urlaub in Winsen, weil sie da ihre Lue haben. Nee, da ist zum Beispiel. Da ist mal, pass auf, da ist mal ein kleiner Chinese in Texas in eine Bar gegangen, hinter dem Tresen stand der Barkeeper, so ein baumlanger Neger, und er sagt, bitte einen Lum. Und das heißt rum, sagt er, bitte einen Lum. Warte, pass auf, jetzt stellst du dich in den Tresen, ich komm rein. Der kommt rein, sagt er, bitte einen Rum. Sagt er, hier keinen Schnaps für Nägel. Aber hallo, Kinder. Da liegt ein kleiner Chinese, liegt im Sterben, und er sagt zu seiner Frau, liebe Frau, lupe bitte meine Schwestern und Blödel. Kurz vor meinem Tode möchte ich ein großes Geheimnis preisgeben. Na, die kommen alle zusammen, versammeln sich um das Bett, der schlägt die Augen auf und sagt, liebe Schwestern und Blödel, kurz vor meinem Tode möchte ich ein großes Geheimnis preisgeben. Ja, Freunde, das ist die Sprache eben. Unsere Gastarbeiter bei uns haben auch ihre Schwierigkeiten mit der Sprache. Nicht? Denk doch an die beiden Türken, die aufs Amt gehen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Der erste kommt wieder raus, sagt der andere, na, habe ein deutsches Pass, sagt er, mach mich nicht an, Kanake. Nicht? Das. Ne? Kinder, oder Kinder, denkt doch an den Türken, der nicht auf das Wort Mond kommen kann. Sagt er zu seinen deutschen Kollegen, na, wie heißt die Kumpel von Sonne, wo hat Nachtschicht? Nee, das ist doch zauberhaft. Da haben doch die beiden Türken in ihrer Stammkneipe gesessen, sagt der eine, habe gekauft neues Fahrrad. Sagt er, was hat gekostet? Sagt er, 1000 Mark. Sagt er, teuer. Na, sagt er, wie heißt deutsches Sprichwort, gutes Rad ist teuer. Die, pass auf, die gehen raus aus ihrer Kneipe, ist das Fahrrad weg, das Fahrrad geklaut, das ist aber nicht schlimm, die heißt deutsche Sprichwort, kommt Zeit, kommt Rat. Kinder. Und denkt doch an den kleinen Türken, der mit seiner Schubkarre übers Baugelände fährt, hält vor der Bude an, geht rein, da sitzt der leitende Ingenieur über seinem Schreibtisch, über seinen Plänen vertieft. Sagt der Chef, muss ich dringend sprechen. Schubkarre brauche ich. Schubkarre machen immer quick, 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 quick. Der rührt sich gar nicht. Sagt der Chef, muss ich sprechen, dringend sprechen. Brauche Öl für Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, 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 quick. Sagt er, gehen Sie mal ins Personalbüro, holen Sie Ihre Papiere, Sie sind fristlos entlassen. Sagt aber Chef, muss ich doch nur Öl haben für meine Schubkarre. Schubkarre machen immer quick, quick, quick. Warte, Sie sind fristlos entlassen. Deutsche Schubkarren machen quick, 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 quick. So. Pass auf, Freunde. Und da schob ein Deutscher mit seiner Schubkarre übers Gelände. Die macht immer quick, 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 quick. Immer leer, hin und her. Sagt ein Kollege, da ist überhaupt nichts drin. Sagt, da keine Zeit zum Laden, Mensch. Hm? Oh.
Aber Freunde, ihr müsst es zugeben, aus dem Leben gegriffen. Genau wie bei uns auf dem Dorf, ist immer ein Thema. Da steht jetzt so ein kleiner Junge bei uns am Dorf vor der Jauchelgrube und schreit, meine Mutter ist reingefallen, meine Mutter ist reingefallen. Da kommt ein Bauer ran, so wie er ist, springt der Kopf über die Jauchelgrube, kommt wieder raus, schüttelt, sagt, ich kann deine Mutter nicht finden, aber sie muss drin sein. Der springt nochmal rein, so wie er ist, kommt raus, deine Mutter ist wirklich drin, sagt er, so, dann will ich die Schraube auch nicht mehr haben dürfen. Nein, Kinder, bei uns auf dem Dorf ist ja immer ein Thema, nicht? Nein, Kinder, wir leben bei uns auf dem Dorf noch richtig alternativ und das ist schön. Also bei uns erscheint der Regenbogen ja noch in schwarz-weiß, weißt du, bei uns ist alles noch. Bei uns gibt es Schafe, die noch nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Also wir sind ganz, die Kakerlaken sind bei uns ja noch so groß. Also muss man vorsichtshalber grüßen, wenn man vorbei will. Also das ist ehrlich. Unser Bürgermeister hat jetzt den Bau eines Friedhofs abgelehnt. Dafür hat er zwei Geier gekauft. Also. Im letzten Sommer hatten wir ja eine Trockenphase. Da ist der Bauer also in den Stall gegangen, hat sich eine Säge rausgeholt, hat sich ins Bein gesägt. Sagt seine Frau, was soll denn der Blödsinn, der Quatsch? Aber das heißt hier Quatsch, Blödsinn. Kennst du nicht die alte Bauernweisheit, sich sägen bringt Regen? Nee? Das ist, ja. Und dem ist mal eine Kuh krank geworden, guckt da vorne ins Maul, seine Frau guckt hinten rein, sagt er, na, kannst du mich sehen? Sagt sie, nee, sagt er ganz klar, Darmverschlingung. Und der Typ ist neulich auf den Markt bei uns gegangen und hat zu so einem Viehhändler gesagt, ich hätte gern das krummste und hässlichste Ferkel. Sagt er, warum denn das? Ja, ich will Ihnen das erklären. Wissen Sie, als ich meine Frau damals kennenlernte, war sie auch krumm und hässlich. Heute ist sie die größte Sau im Dorf. Dem hatten sie neulich mal ein Schwein geklaut. Da hing an der Stalltür so ein Schild Schwein gehabt. Also, das ist auch schön, ne? Ja. Pass auf, und der hat mal einen anderen Bauern getroffen und sagt, Fide, wo bist du hin? Sagt er, ich fahre nach Hamburg einkaufen. Sagt, was ist das, willst du mitkommen? Sagt er, nee, du, ich habe kein Geld, meine letzte Ernte war schlecht, mein Gehöft läuft nicht, du. Sagt er, ich habe auch kein Geld. Sagt er, wie bezahlst du denn? Sagt er, mit einem Scheck. Sagt er, was ist das denn? Sagt er, so ein Zettel, brauchst du nur unterschreiben, kriegst alles viel. Sagt er, wo hast du das her? Sagt er, von der Sparkasse. Hin zur Sparkasse, holt sich so ein Scheckheft und sagt zu seiner Frau, ey, Fide, mach den Traktor fertig. Wir fahren nach Hamburg einkaufen. Sagt sie, wir haben doch gar kein Geld. Wir haben Scheck, das ist alles für. Und die fahren los und die kaufen Farbfernseher, neue Pumps, Pelzmantel und Hinner kriegt dies und kriegt jenes. Und nach einer Woche ruft der Filialleiter an von der Sparkasse. Sagt, Hinner, du musst morgen mal dringend vorbeikommen. Dein Konto ist stark überzogen. Sagt er, ich komm morgen um 10, kriegst einen Scheck. So, Freunde, es ist wieder einmal soweit. Ich muss es leider sagen, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich muss es leider sagen, macht es gut oder lasst es sein. In diesem Sinne, auf wieder bye bye und tschüss.